Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu einem weiteren Special mit dem Captain Sakatos Corner. Na Leute? Und mir den Fail. Twiggy fehlt. Naja, was willst du machen? Twiggy fehlt auch in der Liste. Keine Ahnung, ihr seht's ja schon, wir machen heute das große Failord und Captain Bingo. Ist große in Caps geschrieben und der Rest nicht? Und Bingo auch? Ja, sieht so aus, aber es passt schon. Okay, genau. Und das machen wir alles, weil ich mit dem heutigen Tage, wo dieses Video rauskommt, mein 15-jähriges Bestehen auf YouTube feiere. Vor 15 Jahren habe ich mein erstes Video hochgeladen auf einem ganz anderen Kanal. Und das war auch nur irgendwie Zusammenschnitt meiner Lieblings-Yu-Gi-Oh! The Abridged Series Video-Szenen-Sache-Gedöns. Ihr wisst, was ich meine, so ein Zusammenschnitt einfach nur. Genau, und das, was wir heute machen, ist eine Sache, die ich mir von DuckDuck abgeguckt habe. Und zwar schauen wir jetzt nach, also abwechselnd immer wieder in Folgen rein, so für eine Minute. Und je nachdem eben, also wir suchen uns halt eine Folge aus und sagen dann eben, wie dieser Pondel Replay irgendwie, Running Gag irgendwie, dass wir sagen, okay, ich nehme jetzt Kirby's Return to Dreamland, Folge 5, Minute 3, Sekunde 12 und bitte, und dann kommt eine Minute, ne, gucken wir eine Minute und gucken, was von den Sachen, die hier auf dem Feld sind, eventuell dabei sind, die werden abgekreuzt und wenn man eine Reihe hat, hat man gewonnen. Jo. Beziehungsweise, weil ich mich mehr mit den Videos auskenne als der Captain, haben wir schon überlegt, dass ich vielleicht mehr machen muss, aber das wollen wir jetzt dann so im Laufe der Zeit entscheiden. Wenn ich jetzt nach 5 Minuten schon gewonnen habe, dann muss ich wahrscheinlich mehr machen. Jo. Genau. Und, wie war das nochmal? Genau, also die es darf nicht eine Folge zweimal vorkommen, also wenn der Captain jetzt sagt, er will Doki Doki Folge 5 machen, dann darf ich Doki Doki Folge 5 nicht benutzen. Genau. Aber der Captain darf, nachdem er Doki Doki Folge 5 gesagt hat, jedes Projekt darf nur einmal genannt werden, was wir irgendwie gemacht haben. Aber alles, wo wir beide drin vorkommen, ist Fair Game. Also alles, alle Aufwärmer, alle Random Gameplays, alle Hauptprojekte und sogar Kirby und das magische Garn auf seinem Kanal ist Fair Game. Genau. Habe ich irgendwas? Ah ja, wir spielen jetzt erstmal eine Stunde. Und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Ja. Nach einer Stunde ist Sudden Death. Genau. Ja, falls es länger dauern sollte, was ich nicht glaube. Are you sure about that? Und ich glaube, das waren jetzt soweit alle Regeln, oder nicht? Ich denke schon, ja. Wenn nicht, dann wird es ja aufkommen, während wir spielen. Ja, und ich würde sagen, du darfst anfangen. Okay, ich darf also anfangen. Genau, und dann würde ich sagen, was ist denn so... Was wäre denn so das erste Video, was dir so in den Sinn kommt? Wollen wir nicht erstmal das Feld noch kurz vorstellen? Ah ja, genau. Warum, genau. Ne? Was so alles bedeutet. Genau. Und so. Das ist, glaube ich, das ist intelligenter, da hast du wirklich recht, ja. Und zwar das erste Feld, dann werde ich den Timer mal nochmal zurücksetzen, weil sonst haben wir jetzt irgendwie schon 5 Minuten nur mit Labern verbracht quasi. Das wird doch das ganze Rest des Videos, aber ja. Du weißt, was ich meine, außerhalb von dem. Okay, das erste ist Selbstreferenz. Das bedeutet, wir machen einen Gag, den wir irgendwann schon mal gebracht haben. So, also so ein Running Gag quasi irgendwie so, oder... So habe ich es mir, glaube ich, gedacht. Du guckst gerade so ein bisschen. Ja, nö. Okay. Dann IC natürlich. Also, ja. Ob das nun in Shenmue ist oder woanders, ist egal. Hauptsache, dieser IC-Gag ist halt da. Da muss jetzt nicht unbedingt, dass ich das Gesicht eingebaut habe und so, sondern einfach nur IC. Gameplay-Fail. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ich meine, ihr guckt uns. Irgendeine Art von visuellem Editing. Also, dass ich irgendwas eingebaut habe, was durchs Bild fliegt oder. Jo. Simpel. Oder halt bei den Kirby-Folgen, halt, die der Captain eingebaut hat. Jemand singt, ist auch selbstverständlich. Cutscene ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Also es kommt eine Cutscene vor, jemand singt. Eine Diskussion über Aktuelles. Also wenn wir uns zum Beispiel über Nintendo Direct oder sowas unterhalten. Oder keine Ahnung, was bei den Rocket Beans gerade abgeht. Oder über was wir uns nicht so alles schon Aktuelles unterhalten haben. Wenn das drin vorkommt, wird das weggeixt. Was labern wir da? Also wenn wir uns das angucken und es ergibt wirklich so null Sinn, was da erzählt wird, dann ist das, glaube ich, so das Feld, was wir da abixen können. Also, ja. Ja. Jemand erzählt einen Schwall aus seiner Jugend. Jemand lacht beim Trinken. Wo ich schon gesagt habe, wird wahrscheinlich schwer, das mitzukriegen. Dementsprechend ist es so ein bisschen so off-center von allem und ja, trotzdem, jemand lacht beim Trinken. Also dann wahrscheinlich... Jemand setzt gerade an und jemand sagt was Lustiges und der andere und derjenige, der den Witz gemacht hat, sagt dann Entschuldigung, dann weiß man eigentlich, jemand lacht beim Trinken. Feli beschwert sich über Alu. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Ich finde es interessant, dass es das umgekehrt, aber nicht auf dem Board gibt. Ja, merkwürdig. Da habe ich mir, als ich das erstellt habe, vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder wann wir das andere Special gemacht hatten,
Egal. Taktikbesprechung. Wir lachen, ist, glaube ich, das. Deswegen ist es in der Mitte. Das ist das Wahrscheinlichste, dass es am einfachsten zu treffen sein wird. Jemand rantet über irgendwas. Wir haben einen Skill-Moment. Ja, das passiert auch gelegentlich. Das war in einem Short. Also wenn jemand eine Szene trifft, die halt in einem Short verarbeitet wurde, da habe ich, denke ich, soweit alle im Sinn, was wir so hat, in einem Short hatten. Oder wenn du sagst zum Beispiel, nee, das haben wir aber im Short gehabt, dann gucken wir einfach in die Playlist. Und genau, ist. Ja. Ich kenne alle Shorts auswendig. Eine Popkulturreferenz. Das kann alles Mögliche sein. Ladies, ich glaube, das versteht sich auch von selber. Wenn halt einer von uns beiden irgendwas gesagt hat und dann Ladies kommt. In-Game-Team-Kill. Ich weiß nicht, warum das N groß ist, aber In-Game-Team-Kill ist natürlich, ne, für einige Projekte irgendwie mehr möglich als für andere. Das stimmt, ja. Ein ausgedachter NPC-Dialog. Also wenn wir halt den irgendwie für den Charakter sprechen und den irgendwas anderes labern lassen. Das war laut. Wenn wir der Meinung sind, dass wir, wie wir da gerade gelacht haben oder geredet haben oder so, war sehr laut. Also für den Captain ist das eigentlich jedes Mal, wenn ich meinen Mund aufmache. Jemand trinkt. Ich glaube, das ist noch schlimmer, als das da zu finden. Ja. Jemand flucht. Ja, das ist, glaube ich, leicht. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Jemand macht einen Wortwitz. Also vermutlich ich. Ja. Oder wir sind im Spielmenü. Ja. Das ist so ziemlich das Normalste von allen auf der Liste. Ich glaube, ja. Ist im Spielmenü. Und das sind so ziemlich so die Sachen, die wir dann so haben. Jetzt muss ich nur gucken, genau. Ist das eigentlich die Ebene für das X? Nee, das war die Ebene. Wo ist denn das X? Ach, das ist da oben. Okay. Genau, unser Cut-Off-Punkt ist Alan Wake und Good Job. Ja, genau, das wollten wir noch dazu sagen. Genau, wir haben nämlich jetzt dürften ja schon irgendwie ein anderer Aufwärmer, dürfte schon angefangen haben, in dem wir beide drin vorkommen, aber den werden wir jetzt nicht benutzen. Also müsste halt, ja, hat halt jetzt schon angefangen, aber das ist noch off-limits. Das dürfen wir nicht nehmen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, starte die Zeit und du darfst anfangen. Ha! Hast du eine Idee? Um Himmels Willen. Okay, ich fange einfach mal irgendwie so mittendrin an. Glaube ich, dass das mittendrin ist, bin mir gar nicht so sicher. Wahrscheinlich ja. Gar nicht unbedingt. Aber okay, was. Ich nehme jetzt Super Mario Sunshine. Okay, welche Folge? Folge 14. Folge 14, okay. Und zwar die Minute, und zwar bei 12:53. Und bitte. Die Folge heißt Plusquamperfekt Futur 5. Und eine Minute läuft ab jetzt. Ich glaube, den Seitwärtssprung kriege ich aber besser hin als du. Ich muss auch noch auf das richtige Ding treffen. Das richtige Segment. War das schon meckern über mich? Das heißt bei Würmern ja, so. Das kann ich. Oder Raupen ich oder. Jetzt nicht sagen. Caterpillar. Oh, jetzt hast du da richtig aus. Schon mal Human Centipede gesehen? Was ist das eine Popkulturreferenz? Theoretisch ist Popkultur, ist das doch Popkultur? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Nein, gar nicht. Ich hab nur gerade an Schöner Eiscreme denken müssen. Sei froh, dass du den Film nicht gesehen hast. Ich hab nicht gesagt, dass ich nicht gesehen habe. Oder den zweiten. Ach, hast du ihn gesehen? Hast du den ersten gesehen oder nicht? Tja, das ist die Frage des Baums. Da gibt's ja sogar den dritten Teil von. Und ich weiß nicht, ob ich mir den angucken soll. Einfach nur, um zu gucken, was sie da dann draus gemacht haben. Vielleicht bauen sie ein paar Tiere mit ein. Ach Gott. Human Centipede, na gut. Ja, Ja, mach! Ich werde voll Jamaican, weil wir ja, am Beach sind, Mann. Ja, machen. Oh nein. Tja. Okay. Lass uns mal aufs Board gucken. Ja. War das. Es war keine Diskussion über Aktuelles. Nein. Also geflucht hat auch keiner, glaube ich. Nee, nicht wirklich, nein. In einem Short war es nicht. War es eine Popkulturreferenz? Ich würde halt fast sagen, nein. Human Centipede ist. Ich weiß halt nicht, wie definiert man jetzt Popkultur? Ja, okay, das stimmt. Theoretisch ist es Popkultur. Naja, aber. Ja, ist es so weit verbreitet, ne, ob das schon als Popkultur gilt? Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich nicht. Also, vieles ist da einfach nicht wirklich passiert. Wir haben nicht mal gelacht. Das ist merkwürdig, oder? Wir haben einen Moment gefunden, wo wir nicht gelacht haben. Wie definieren wir lachen? Wir beide lachen oder nur eine Person lacht? Ich glaube, beide lachen. Okay. War es ein Skill-Moment? Nein, war es auch nicht. Nicht unbedingt, nee. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich über dich beschwert habe. Ich habe dir nur gesagt, da wo der Pfeil ist. Aber war das vielleicht am Ende? Das war laut.
wo ich so gesagt habe, ja, mach! Ach so, dass wir das quasi jetzt hier in diesem Moment festlegen, ob das läuft, war nicht in der Folge selbst, dass das da festgelegt wurde? Nee, ich meine wirklich, dass wir jetzt hier auf der Couch, wie wir hier sitzen. Nee, das war ja in der Folge, deswegen frage ich, als ich das da in der Folge gesagt habe, war das laut, also gilt das als das? Ja, aber das, ich dachte jetzt, dass... Moment, hören wir noch mal rein. Ja, mach! Ihr macht! Ich werde voll da. Direkt den Ball hier. Ja, das war gerade in so einem. Also, ich habe auf jeden Fall schon. Da hat diese Frequenz getroffen. Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich mir nämlich dachte. Das war so in diesem Pegel, wo, glaube ich, das Mikrofon schon im roten Bereich auf jeden Fall war. So. Ja. Deswegen. Aber ich dachte jetzt bei dem Punkt, das war laut. Ja? Dass das quasi in der Folge angesprochen werden muss, dass das laut war. Oh, ja, so. So habe ich das. Das war jetzt meine Frage. Dass wir das jetzt definieren hier im Nachhinein, okay, kennt natürlich auch, dann hätte ich jetzt einen Punkt. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich so oft thematisieren, aber wir können das auch gerne so machen, dass wir es in der Folge sagen müssen. Ja, gut, das ist natürlich die Frage. Also ob ich jetzt den Punkt haben möchte oder nicht. Ja, also von mir aus können wir es auch gerne so machen, ja, dass wir es in der Folge ansprechen müssen, dass jemand sagt irgendwie oder ne, sagt, das war laut. Hm. Was haltet ihr davon? Ach ja, übrigens, die Shorts gelten nicht natürlich als Bingo. Also wir dürfen die Shorts nicht fürs Bingo ansteuern. Ja. Das wäre viel zu einfach. Ja. Na, ich würde fast sagen, das war jetzt nicht laut. Okay. In dem Sinne, dass es super laut war. Okay. Also würde ich sagen, habe ich erstmal noch keinen Punkt. So. Ich hätte gedacht, wir lachen ist halt so ein garantiertes Ding direkt. Ja, aber manchmal passiert halt auch einfach nichts. Ich dachte eigentlich auf, dass hier geflucht wird und alles. Ich habe extra Sunshine genommen und hab sogar einen Bossgegner, aber der war einer von denen. Naja, was soll's. Ja, okay. Dann bitte. Ich hab eine Idee. Ich fange mit einem an, der eigentlich relativ simpel sein könnte. Und zwar mit Shenmue. Shenmue, ich sag mal Folge 22, Minute 10. Punkt Minute 10, so im Dreh ungefähr. Träumgästen, ach komm. Träumgästen! Muss sein. Okay. So. Punkt Minute 10. Oh Gott, fängt da eine Cutscene an? Aber ich wusste, dass es dasselbe ist, aber. Ich rede nur mit Noriko. What are you up to? Just taking a walk. I needed a break. I see. It's almost exam time. I see. Na klar. So I have to study. I love children. Yeah, well, Stranger Danger. Weißt du, wann das Erscheinungsjahr war von dem Brückenlabyrinth? 78. Nein, 86. Echt? Ja. Hey. Das war auch gleichzeitig das Spiel des Jahres, 86. Asia Travel Company? That's that rundown place, isn't it? Ich habe keine Ahnung, warum wir über das verrückte Labyrinth geredet haben. Muss ja irgendwo stehen. Oh. Hey. Stop pestering me. Why are you here talking to me? Da ist es einfach nur Labyrinth. You're right. She knows. No. Go enter. Schöner Cut-off-Point. Also ich kann mir erstmal schon mal IC geben. Ja. Das ist schon mal garantiert. So. Dann zwischendrin. Du hast auf jeden Fall gelacht. Habe ich da auch gelacht? Nee. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, das war jetzt kein so... Wir müssen parallel lachen, richtig? Nicht einer lacht und dann lacht der andere irgendwann später. Genau. Ja, ich glaube, das ist nicht passiert. Dann. Ist das verrückte Labyrinth eine Popkulturreferenz? Naja, also dann ist auch Human Centipede. Das sind ja quasi sogar das nicht stimmt. Okay, Punkt für dich, ja. Also nicht im wahrsten Sinne Punkt für dich, aber okay. Ja. Jemand flucht, jemand trinkt. Nee, auch da nicht wirklich. Jemand singt, visuelles Editing nicht. Gameplay-Fail war es auch nicht. Keine Katzen. Naja, Moment. Visuelles Editing, oben den Kopf einfügen. Oh, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das habe ich jetzt gar nicht damit zugezählt. Man muss ja fair bleiben. Jawoll. Da war schon bei 64. Übrigens 64 ICs. Das war ein Double Whammy. Ja, da kam dann irgendwie so ganz viele Folgen zwischen, wo er fast gar nicht IC sagt. Und dann hatten wir so eine Folge, wo er irgendwie so, ich glaube in einer Folge so 12 Mal oder so IC gesagt hat. Und ich habe versucht, genau diese Folge zu treffen. Ich weiß nicht, ob es diese Folge war. Aber das kann gut sein, weil wir ja da mit ganz vielen Leuten über Travel Co. geredet haben. Ja. Also es ist sehr gut möglich, dass ich, aber an die Folge habe ich halt so ungefähr gedacht. So, ich darf jetzt nicht mehr Shenmue nehmen, du darfst Sunshine nicht mehr nehmen. Ja. Ich wähle Sunshine. Nein.
Ja, genau. Was anderes, glaube ich, war jetzt nicht dabei. Wir haben nicht wirklich gerantet. Jemand lacht beim Trinken, war nicht. Schwall aus der Jugend. Nee, alles nicht. Nehmen wir doch einfach... Warte, jetzt kurze Frage. Ja. Cuphead und Cuphead DLC, sind die getrennt? Ja. Okay. Mit dem Cuphead. Ja. Folge 37. Minute, machen wir einfach 37. Minute 37. Ich glaub, nee, so lange Minute ist die Folge 7, nicht. 30 Sekunden. Ah, okay. Minute 37 Sekunden. Oh, das ist, oh, okay. Das ist die Folge. Das ist die Folge oder eine der Folgen, wo die Aufnahme kaputt gegangen ist und ich dann mit so einer mit so einer richtig schlimm aussehenden... Gilt das als visuelles Editing? Nein. Okay. Das war ja keine Absicht. Tja, ja. Aber das ist die Folge mit dem Bug. Mal sehen, was noch hier so geht. Oder fährt. Schiniert. Oh, verdammt. Schikaniert quasi. Scheiße! Nee, das war das schon zu laut? Nein. Okay, ich mach mal. Aber wir sind sehr konzentriert auf jeden Fall. Ja. Aber ich hätte ja gedacht, als du gerade Schika sagst, dass es dann einer von uns beiden Ladies sagt. Ja. Oh, nee, das war nicht so doll. Nee, aber jetzt geht's voll ab, pass auf. Aber war das ein Gameplay-Fail? Spreadshot ist hierfür gut und der Charge-Shot macht eigentlich viel Schaden, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so effizient eigentlich. Eigentlich. Ja, waren wir eigentlich schon. Ich glaube, daran sollten wir jetzt festhalten. Ja, machen wir auch. Okay, cool. Also definitiv fluchen. Jemand flucht. Achso, ich bin mit dem X. Egal, ist ja egal. So. Jemand flucht, genau. Das hast du auf jeden Fall. Ja. So, war dann am Ende eine Taktikbesprechung? Was hatten wir denn gerade besprochen irgendwie? Ach ja, stimmt, weil ich dann gesagt habe, mit dem Schuss und sowas alles. Ja, da hast du recht. Das würde ich doch als Taktikbesprechung gelten lassen. Ja, hast du vollkommen recht. Wo ist die Taktikbesprechung? Da warst du schon drauf quasi. Du musst noch ein Stück runter. Achso, da. Ja. So, und die Frage ist, gilt das als Gameplay-Fail? Naja, wir verkacken, aber... Eben. Ist das ein richtiger Fail, einfach bei Cuphead zu verkacken? Das glaube ich halt auch irgendwie nicht so ich ganz. Würde ich jetzt auch nicht, weil das gehört einfach dazu. Wir müssen natürlich jetzt auch gedanklich im Kopf behalten, welche Folgenzahlen wir gemacht haben, also schon hatten. Ja. Okay. Naja, im Zweifelsfall sehen wir es ja, oder? Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich glaube, das war's schon so fast. Ja, nee, sonst war auch schon wieder so ein ruhiger Moment irgendwie. Ja. Also du schaffst es irgendwie genau diese Momente zu treffen. Das ist halt, danach sehne ich mich immer so. Okay, dann mache ich mal weiter. Mach bitte weiter. 2-2 bisher. Oh, easy. Ich nehme einfach Banjo-Kazooie Schraube locker, erste Folge, Minute 0. Sekunde 0. Hallo, liebes Publikum. HBK hier, ich wollte jetzt nirgendwo reinreden. Es waren einmal ein Hüden auf der Bär namens Banjo, ein ziemlich lauter Vogel namens Kazooie und eine boshafte Hexe mit Namen Gruntilda. Als Cutscene habe ich auf jeden Fall. Wurde, retteten der Bär und der Vogel sie aus den Tiefen der Hexenhöhle. Dabei mussten sie viele Gefahren und Schwachschwierigkeiten überwinden, um Gruntilda schließlich zu Fall zu bringen. Ich weiß, das ist sehr cheap, aber... War allerdings sehr zäh. Ich dachte eigentlich, wir lachen da irgendwie ein bisschen mehr. Weil zwischendrin war da Gelache, aber ich weiß nicht, ob das nur ich war oder wir beide. Finale endete ebenso schlecht für Gruntilda, die dabei ihren Kopf verlor. Viele Jahre sind seitdem vergangen und Frieden herrscht in Spiral Mountain. Und eine halbe Minute. Vogel und der Hexe. Ah, nein, ich hätte 30 Sekunden oder so sagen müssen, weil dann hätten wir das noch drin und da hätten wir dann beide, beide gelacht auf jeden Fall. Oh, Kacke. Okay, aber ich habe Cutscene. Cutscene ist ein Feld. Cutscene ist hier. Ah ja, da steht's ja tatsächlich. Deswegen, das war so, dachte ich mir gerade so, oh, das ist doch eigentlich easy. Aber wie gesagt, da war es am Anfang so ein bisschen Gelächter, so leises. Ja, aber das... Namen Gruntilda. Das war nur ich. Also, Okay, gut. Dann habe ich wirklich nur Cutscene getroffen. Ich dachte, wie gesagt, ich,
Die Cutscene hat sich ein bisschen länger gezogen, als ich dachte. Okay, gut. Das war vielleicht ein kleiner Reinfall, aber ich habe was abgeixt. Abgeixt. Ja. Mit Skuldi und Mulder oder irgendwie, wie die heißen. Scratcher oder wie die heißt. Ich wähle Mario 64 Randomizer. Das hatte 15 Folgen. 15 Folgen, dann wähle ich die Folge 7, die Glücks 7, und zwar Minute 7, Sekunde 77, die gibt's nicht. Also 8 Minuten, Minute 8, 7 Sekunden. Randomizer, Moment. 17 Sekunden. 7. Okay. Nicht verkehrt, aus von der Grafik her, ja. Aber es reizt mich auch so gar nicht, wenn ich das sehe. Es sieht so, ja, aus wie irgendwie halt ein RPG-Spiel, ja, was so jetzt nicht Diablo so besonders ist. Klon. Ja. Also ich habe tatsächlich noch nie wirklich Gameplay gesehen. Ja, aber so viele so Millionen Leute spielen da schon. Undertale? Ja, ich tanze keine Wahl. Oder worüber unterhalten wir uns da gerade? Was ist, wenn du das Spiel startest? Und dass halt wirklich jeder YouTuber das total toll findet und sowas alles. Naja, nun. kann ja sein. Ich sage mal, wenn jetzt Shade Redo Legends. Raid Shadow Legends Hauptchef vorbeikommt und sagt, hier, Kantos Corner, mach mal deinen Kanal wieder auf und sponsor das mal, ich gebe dir Geld. Achso, wir reden Raid über Raid. Okay. Yeah. Weil, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich da irgendwie, ob ich das so wirklich könnte, dass ich dann wirklich einfach so wir sage, Sekunde hey, 17? Fürs Geld. Ja. Kommt drauf, ja. Viel guck Geld, dir ey. An, Raid Shadow Legends. Ja, aber ich haben wir parallel gelacht? Die haben wir. Ich würde sagen, das ist ein Wir-Lachen-Moment, ja. Das war nämlich auch gerade so mein Gedanke. Also den hast du auf jeden Fall. War zwar nicht so herzhaft wie erwartet. Nee, nicht wirklich, aber es war er war da. Ja. Ist Raid Shadow Legend eine Popkultur-Referenz? Theoretisch schon, oder? Das würde ich auf jeden Fall. Weil ja. Das ist ja nun, das kennt ja nun jeder. Dass du daneben gesprungen bist, ist das ein Gameplay-Fail? Ja, weiß ich nicht. Ist halt Gameplay-Fail, ist jetzt die Frage, was definiert jetzt hier den Gameplay-Fail? Das stimmt allerdings. Wie hart muss man failen? Mhm. Ich wüsste ein Gameplay, ich kann ihn jetzt nicht sagen, weil das würde dir einen Vorteil geben, wenn ich jetzt ein Gameplay-Fail nennen würde. Ach so, ja, ja. Gameplay-Fail definieren würde. Ach so, okay. Naja, wie sollte mir das einen Vorteil geben? Naja, weil du dann genau zu der Folge navigieren könntest von dem Projekt. Ja, und potenziell, aber das glaube ich halt nicht, dass ich das kann. Also ich habe zum Beispiel für den Mario Randomizer habe ich ein Gameplay-Fail im Kopf, aber ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ja gut, ich habe ein Gameplay-Fail jetzt für Heavy Rain im Kopf. Es war kein Problem des Gameplays. Ja, aber das wäre für mich quasi ein Gameplay-Fail. Es war ein Fail des Verstandes. Ja, okay, ja, das stimmt schon, ja. Aber weiß ich nicht, das ist eine Frage. Also, ja, jedenfalls, okay. Das war, glaube ich, kein Gameplay-Fail, das irgendwo runtergefallen wird. Das ist zu harmlos. Weil das... Okay, verstehe. Ja. War das Gespräch eine Diskussion über Aktuelles? Ja. Wow, okay. Ich meine, Raid Shadow Legends, sag ja da auch, überall, alle werden gesponsert von dem Ding und sowas alles. Wir haben uns ja darüber unterhalten quasi. Also ich habe ja erst so ein bisschen, über was reden wir da eigentlich, aber das wurde ja dann klar. Ja. Also eine Diskussion über Aktuelles hast du tatsächlich, wow, direkt der Double Whammy in derselben Reihe. Also ich hätte jetzt, genau, was labern wir da, ist das jetzt nicht. Also das gilt, glaube ich, für uns beide, wenn wir jetzt nicht, wir jetzt null verstehen. Worüber wir reden, dann ja. Also anfangs ging es mir so und ich dachte auch erst, wir reden über Undertale vielleicht. Aber nein, wir haben dann doch offenbar über Raid Shadow Legends geredet. Oder Shade Shadow Legends. Ja. Okay, ich bin dran. Viel Spaß. Yoshi's Woolly World. Uff. Folge 8. Minute 12 Sekunde 10. So. Und we skipped all the wissen wir auch, wo die dritte Blume ist. Ja, wir haben da oben gerade was viel geskippt. Ja. Aber das wird auch nichts mehr. Warte. Doch, das kriegen wir hin. Willst du jetzt quasi so eine Art Gang rein? Ja, na gut, ja. Erfasst. Das haben sie erfasst. Das Antivirus.
Du kommst auch. Sehr gut. Ist das was Aktuelles oder eine Popkulturreferenz? Morty, come on, we gotta go. Das ist die Popkulturreferenz. What are you doing, Morty? This, the secret Morty again. He did it again, the secret Morty. Hier ist keins. Gehen wir hier durch? Ah, muss es auf. Hatten wir beide bei Avast gelacht? Warte, ich hab doch aber gerade hier. Links. Ich würde fast sagen, ja. Also, du möchtest jetzt. Schön noch rein mitgegeben, kommst du? Definieren, ab wann es Lachen ist. Ich glaub nicht. Oh, nett, ist es egal. Ich hatte sogar zwischendrin überlegt, dass wenn ich jetzt noch drauf geantwortet hätte, wo du gefragt hast, ob ich da einen Gang reinsetzen möchte, dass das eine Taktikbesprechung wäre. Aber ich habe ja nicht geantwortet, also es ist keine Besprechung. Du hast einfach nur gestatet, was ich da gerade tue. Aber auf jeden Fall Popkulturreferenz definitiv, ja. Ja. Yeah. Und was hatten wir gerade noch? Wir lachen möglicherweise. Ah ja, genau. Das müssten wir. Also weiß ich nicht. Es war feintes Lachen, aber ich glaube schon so ein bisschen. Ich behaupte, unsere Haars haben sich überschnitten. Wir können gerne nochmal reingucken. Okay. Mats ab! Dann gleich jetzt. Das, the secret Morty again. He did it again. War das davor? Ja. Mori! Ah, fast. Das haben sie auch. Das Antivirus. Sehr gut. Nee, ich würde fast sagen, nicht. Nicht ganz. Wir haben so ganz kurz versetzt. Nee. Ja. Nee. Das X wurde weggeixt. Also auch nur eine. Ja. Also ich habe dich mit dem Jahnball getroffen, aber das ist kein Ingame-Team-Kill. Nee. Es war ein Headshot, aber kein Teamkill. Tut mir leid. Du bist dran. Nehmen wir doch einfach mal. Ich wüsste, was ich an deiner Stelle machen würde. Nach Hause gehen. Das war wir lachen. Mach das jetzt mein Bingo zu diesem Bingo-Video. So in 10 Jahren muss ich mir merken. Ja. Wir nehmen Detroit, oh. Become Human. Das Projekt hat auch eine Menge Folgen. Ich glaube 20 nur? Oder 25. Ja, gut, okay, wahrscheinlich nicht so lange. Ja. Dann nehmen wir mal die Folge 20. Okay. Weil die wurde jetzt schon so in den Raum geworfen. Minute, da machen wir schon mal 30 Minuten Aufnahmen, ne? Ich glaube, ja. Dann machen wir doch auch mal Minute 20. Sekunde 20. Okay, 20. Okay, mal sehen, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Das ist das, wo wir irgendwie das Shirt wegnehmen mussten und oder ja. Das Magazin und so und halt, dass er nicht herauskommt. Ja, ich weiß ungefähr, was passiert, aber ich meine einfach, was uns jetzt von uns aus erwartet. Oh. Ich dachte, in dem Moment, ich stell mich direkt daneben wie so ein Vollidiot. Irgendwas mit 10% stand da. Ja, es ist Verdächtigungs- oder was auch immer. Achso. Das Verdächtigungs- Aber ist dir nicht aufgefallen, dass das Karas Modell ist? Nee, ich hab da nicht drauf geachtet. Gucken wir mal aus dem Fenster. Ich meine, das ist jetzt nur eine Sache, das kann er nicht. Er hat kurz nur drauf geguckt. Ja. Oh, deswegen ist das einfach eine Seite ohne irgendwas anderes. Ja, nur damit sie mich ärgern können. So, jetzt. Gut, jetzt hat er die Zeitschrift schon gesehen, aber trotzdem. Achso, ja. Aber er hatte aber schon gesehen. Ja, was willst du machen? Vielleicht reicht's. Erregel keinen Verdacht, musst du halt noch schaffen. Ich weiß nicht, hat das schon gesehen oder nicht? Keine Ahnung. Du Junge. Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung? Ja, da war, glaube ich, einfach, also, nichts. Ich glaube, da war, nee. Lass mich das Board nochmal sehen, aber ich glaube, da war nichts. Ich habe mich nicht über dich beschwert, wirklich, nee. Nee. Und abseits davon, nichts. Kann man das als Gameplay-Fail, nee. Und wenn, dann war der Gameplay-Fail ja kurz davor. War es sehr laut, als ich gelacht habe? Nee. Nee. Okay. Da würde ich schon sagen, in dem ersten, in dem Sunshine-Clip, da war ich lauter als das gerade eben. Mhm. Okay, gut. Was will ich denn? Natürlich würde ich entweder oben in der Reihe oder halt die, ne, die senkrechte Reihe mit bei IC haben wollen. Dann versuche ich es simpel zu halten. Dann nehme ich Doki Doki Literature Club. Folge. Ähm,
35. Es hat 38 Folgen. Mhm. Minute 3 Sekunde 50. Das ist jetzt, ich weiß, das klang jetzt sehr spezifisch, aber... Ja, das klingt so, als wenn du bei Wetten, das sitzen würdest. Okay, und bitte Natsuki zu finden, die völlig aufgelöst herumstotterte. Statt Yuri zu antworten, nähert sich Natsuki der untersten Treppenstufe und setzt sich zögernd neben sie. Also, neben wenn Stufe. Du willst, kann ich gehen. Yuri schüttelt den Kopf. Von Natsuki. Natsuki dreht den Verschluss von ihrem Getränk auf und nimmt einen Schluck. Trotz Yuris allgemeiner Erlaubnis sagt Natsuki keinen Ton mehr. Wie, es ist ja nicht so, Yuri hat ja auch nicht gerade gesagt, so, ihr dürftet jetzt sprechen. Yuri liest weiter. Zumindest tut sie so. Sie kann nicht lesen. Fake it till you make it. So sitzen die beiden eine ganze Weile nebeneinander. 3 Wochen später. Im Laufe der Zeit scheint die Spannung zwischen den beiden langsam zu verschwinden. Das scheint etwas zu bedeuten, auch wenn es wortlos geschah. Allerdings ist nicht ganz klar, was es genau war. Wer schreibt sowas? Selbstverantwortung. Haben wir da beide gelacht? Hast doch Lachen schon, oder? Nee, das muss ich doch wegstreichen, weil es nicht ganz ja, war. Ja, ja, okay. Und ich glaube, das war jetzt wieder so ein Moment, wo ich was Lustiges sage. Du lachst so ein bisschen. Na, wenn ich ein bisschen lache und wir uns beim Lachen überschneiden, zählt es ja trotzdem. Ein paar tröstende Worte für Natsuki zu finden, die völlig aufgelöst herumstotterte. Statt Yuri zu antworten, genau, nähert sich Natsuki den Kopf der untersten Treppenstufe hab ich da auch und gelacht. Setzt sich zögernd neben sie. Also, wenn du willst, kann ich gehen. Yuri schüttelt den Kopf. Von Natsuki. Natsuki dreht den Verschluss von ihrem... Ich atme halt noch so ein, ja, aber es könnte auch von dem Soundeffekt sein. Schwer zu sagen an dieser Stelle. Ja, ja, ja. Ich hab halt gehofft, ach, hier hinten ist das erst. Oh, ich wusste, es ist diese Folge. Ich hab's so ungefähr im Kopf gehabt, auf 35 oder 36. Ich wollte das mit dem Titan-Yuri. Ja. Weil das wäre ja dann ne, eingebauter Dialog irgendwie. Ich bin 3 Meter größer als du. Oh, das war aber, ne, wer hätte ich Minute 20 Sekunde 50 gesagt, wäre das drin gewesen. Shit. Ich dachte, das war relativ am Anfang der Folge. Ja, okay, gut. Dann habe ich, glaube ich, nichts getroffen tatsächlich. Nee. Schon wieder. Und wieder nicht, wir lachen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Ist schon wie wenig komisch, lachen oder? Wir denn? Also, wir haben schon lange nichts mehr zu lachen, ganz ehrlich. Deswegen lachen wir mittlerweile so viel, ja. Weil es eigentlich nichts mehr zu lachen gibt. Du hast so viele Möglichkeiten irgendwie. Du hast so viele Reihen, die schon gut angefangen sind und mit 2 Xen versehen sind oder ja, mehr. Ja, aber ich will erstmal so ein bisschen rumstochern. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich dachte, ich gucke erstmal mich so ein bisschen auch. In so einen Let's Plays. Kirby's Fun Pack. Kirby's Fun Pack, okay. Kirby's Fun Pack. Kirby's Six Ingenuity. Ja, wirklich wissen, wie viele Folgen da sind. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube 11. 11 Folgen insgesamt. Ich nehme einfach mal die Folge. Folge 5. Ich nehme einfach mal die Minute 10 glatt. Oh, da habe ich sogar Dingens gemacht. So Chapters und so. Weil ein intergalaktisches Wesen außerhalb von Raum und Zeit ist. Was? Das, yeah. Wenn er niemand weiß, was er genau ist. Ach so. Ich bin der Kaugummi, der an deiner Schuhsohle klebt. Ich bin Dark Wing Duck. Ich würde das als Popkultur. Aber ich habe die, habe ich ja schon. Ja. Oder ja. Miyamoto mich. So, Trolley! Yeah! Oh no! Lolo, ich sitze drinnen sitzen wie so eine völlig seelenlose Puppe. I'm just along for the ride, I guess. Ja, schon. Visuelles Editing. Oh nein! Ne, wir wollen nicht zurück. Und ich hab's tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich da überhaupt irgendwie so viel gemacht habe. Ich hab's voll vergessen. So viel, Anführungszeichen. Also den Zoom habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt. Wird nicht wichtig gewesen sein. Hoffe ich. Ah, endlich der Level. Was habt ihr denn gerade vor dem Minecart-Gedöns? Was hatten wir? Wir hatten den Wal. Als Thema. Der Wal, genau. Kirby ist ein Waltöt. Kirby ist ein Waltöt. Okay, du hast auf jeden Fall visuelles Editing bekommen. Ja.
Nee. Den würde ich gerne behalten, danke. Ja, Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. So, visuelles Editing. Und ich glaube danach auch ja. nichts weiter. Zuerst dachte also, ich, was labern ja, genau. wir da, aber das, da ging es um Kirby selbst. Ja, genau, ja. richtig, richtig. Irgend so ein intergalaktisches Wesen. Schade. Wäre das das Ende? Nee, gut, das wär, trotzdem. Das wär ziemlich gut gewesen, ja, das stimmt, das stimmt. Ist es ausgedachter NPC-Dialog, wenn ich sage, I'm just along for the ride? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, nicht direkt. Ich habe ja auch während Doki Doki den Erzähler sagen lassen, die wir nicht gesagt haben. Also, das habe ich ja auch nicht als jetzt. Hätte ich eigentlich tatsächlich werten lassen. Was? Aber hätte ich eigentlich tatsächlich werten lassen, ja. Okay. Ja, ich habe es halt nicht so, weil ich dachte, okay, gehen wir direkt in die Charakterdialoge, so in die Richtung habe ich es eher gedacht. Naja, gut, okay, muss man halt jetzt sich fragen, ob der Erzähler. Ja, das stimmt. In dem Fall war es ja wirklich nur der Erzähler, nicht der MC. Genau. Ja, gut, okay. Genau. Mach du erstmal. Mach du und. Oh Gott. Irgendwie wird es langsam. Ich glaube, ich nehme. Dich, Pikachu! Da habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Oh ja, dann nehmen wir doch einfach. Dann nehmen wir doch einfach direkt Pokémon Stadium. 1 und 2 gelten als ein Projekt übrigens. Okay. Also ich nehme Pokémon Stadium 1. Minute 5. Nee. Doch. Minute 5. Sekunde 32. Oh, das ist mitten in dem Pipi-Ding, oder? Wer als erster voll aufgeladen ist, gewinnt. Ah, ich habe hab sogar gedacht, dass ich bei dem Elektro-Ding rauskomme. Deswegen dachte ich schon, oh Gott. Aber das kommt später. Ach so, wenn die Lampe blau leuchtet, drücke, wiederholt den A-Knopf. Also so lange A drücken, bis die Lampe grün wird. Nein, komm zu Potter. Ja, immer wieder hinterher. Geht ja. das als Game-Menü? Okay. Weil da steht da so nicht. Da steht nur, drücke den B-Knopf. Oh, du hast recht. Okay, also meiner Meinung nach ist das ist an sich ein Spielmenü. Okay. Also farbabhängig mashen. Genau. War das eine Taktikbesprechung? Nee. Achso, wir gegeneinander spielen. Naja, klar. Hoffentlich habe ich die Farbe richtig rum. 23. Der untere Knopf ist blau. Okay. Komm, rot gewinnt nie! Ja, ich meinte aber da haben wir jetzt aber beide gelacht. Ich war ein bisschen. Ach so. Mich hat man nicht so gut gehört, also, aber ich bin der Meinung, da haben wir beide gelacht. Okay. Die Farbe richtig rum. Ich habe nämlich auf komm rot gewinnt nie blau. Gehofft. Komm rot gewinnt nie! Ja, ich meine, ja, okay, ich habe dein Lachen zu durchgehört. Ja, okay. Das war, ist mein typisches. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, Spielmenü. Das ist ein Spielmenü, würde ich sagen. Ja. Ach so, ich habe ihn kopiert, keine Sorge. Spielmenü. Gilt das jetzt als wir lachen? Oder würdest du jetzt doch eher sagen, das war nicht auditiv genug? Also, ne? Also, dass man es nicht genug raushören konnte. Das überlasse ich jetzt ehrlich gesagt dir. Wenn du der Ansicht bist, dass es ein wir lachen, dann kreuz es an. Ich fand es ein bisschen schwach, aber ich glaube, das bei mir war auch relativ schwach. Ja, war es. Dementsprechend gibt dir das, wir lachen, komm, kreuz es dir weg, tu dir was Gutes. Ja, komm. Passt. Nee. Hast es dir verdient? Nee, ist okay. Komm, es ist 2024, wir können alle mehr leben. mach dir okay, lecker. Ich nehm's aber auch nur. Ja, komm, hol dir bei, Junge. Ich nehm's aber auch nur, weil ich halt so sonst irgendwie damit noch nicht so viel anfangen kann. Gut, zwei Reihen, okay, gut, ich habe nichts gesagt. Gut, du bist dran. Ich wüsste nicht, wie wir irgendwo bei Ladies landen sollen. Das ist immer so random, wenn das kommt. Ja, das ist reiner Zufall. Der sagt immer Ladies. Ja. Versuch doch auf Heavy Rain zu landen. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich könnte jetzt erstmal, weißt du, für dieses IC gamblen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe es mir mit IC ja sehr einfach gemacht. Du kannst ja genauso einfach denken. Ja, komm. Oder ich habe mir Cutscene ja auch irgendwo mehr oder weniger erschlichen. Ja, aber das Ding ist halt. Ich will halt einfach so ein bisschen rumstochern. Ja, klar. Ich weiß, das ist viel, viel interessanter, viel spannender. Ich habe eine gewisse Charmanz. Ja. Ich meine, abseits davon habe ich ja gar nicht so viel getroffen tatsächlich. Du hast ja wirklich mit deinen Random-Stochern wesentlich besser getroffen bisher eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich und du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch. Also wir sind gerade noch Gleichstand. Auf Gleichstand. Und ich bin ja bei zwei Sachen sehr sicher gegangen, mit der Cutscene und mit IC einfach. Dann nehme ich doch Untitled Goose Game Folge 10.
Welche Minute? Wie, also du hast... Ich nehme die Minute 17 und die Sekunde 30. Warum nicht? Komm. Klick drauf und sehr fleißig. Mit einer ungebundenen Schleife in der Bar auf. Das Game-Menü, ja. Klau den Wollhut des alten Mannes. Siehst du, der hat sogar noch Wollhut. Der alles. Eigentlich hat er keine Tollwut. Okay, kommen wir wohl nicht. Hier müssen wir wohl doch auf regulärem Wege rein in die Wirtschaft. Ja. Da muss es doch einer ungebundenen Schleife. Brauchen wir vielleicht die Schleife hier? Ja, können wir die nehmen. Müssen wir natürlich jetzt umbinden lassen, ne? Von der Frau im Garten. Aber dann sollten wir das jetzt tun, bevor wir... Nee, war das mit einer ungebundenen Schleife in der Bar auf? Ja, okay. Naja, wir brauchen ja sowieso die Blume, also... Ja. Nee, da kommen wir ja nicht durch. Nee. Warum ist nicht jemand macht lustige Geräusche? Ach so, weil wir durch das Haus gelaufen eigentlich. Sind. Wir kommen gar nicht andersrum durch in das Haus rein. Da hast du vollkommen recht. Das ist sogar für dein Kopfschütteln von Doki Doki was bekommen. Ja. Warum ist nicht jemand spielt das Klavier? Warum ist nicht jemand spielt Goose Game? Ja, okay, ich spiele Menü immerhin. Oh, da. Immerhin ein Spielmenü für immerhin mich. Ansonsten war das sehr, sehr langweilig. Guckt niemals dieses Let's Play. Es ist nicht sehr. Nein, es ist schon gut. Kann man sich angucken. Okay. Mein nächstes ist Mario Party Superstars. Folge 7. Minute 20, Sekunde 15. Blöde Kuh. Na gut, ich bin eher am Stern vorbei, also was will ich bitte machen? War das gerade singen? Rückwärts laufen? Nee. <oder? lacht> Wenn das gehen würde. Gute Frage. Blöde Kuh. Das wär cool, aber was lachst du denn so? Habe ich irgendwas verpasst? Ich könnte einfach nicht mehr aufhören. Weißt du, dass du wenn man einmal so drin ist. Wenn du so einen Anfall kriegst und deine komplette Menschlichkeit in den Hintergrund rückst und du nur noch dieses eine Geräusch Joker, bist. Ja. Du bist dieses eine Geräusch. Ja, ja, genau. Und dann. Ja, das kenne ich. Oder man ist ein einziger Satz, den man immer wieder sagt. Ja, das war ich früher. Der immer wieder dieselben Sachen immer wieder gesagt hat. Und immer wieder und immer wieder. Ja. Da sprichst du dieselben Gags immer wieder. Ja. Ich immer wieder anstatt Amazing immer Amazing gesagt habe oder so eine Scheiße. Oh, ich könnte dich Was war ich denn bitte für ein komischer Mensch früher? Frag ich mich manchmal. Amazing. Ja. Bin ich mit einem Dreifachwürfel vor? Ja, was? War das eine Selbstreferenz, weil ich Amazing gesagt habe und das referenziert habe? Nein, das muss ja unsere Projekte referenzieren. Ich habe nicht ganz das getroffen, was ich eigentlich wollte. Aber vielleicht hast du so eine Idee, auf was ich abgezielt habe. Okay, cool, danke. Huh. Ich würde es wahrscheinlich eh nicht verwandeln. Also spezifisch bin ich gerade nach Das war laut gegangen. Weißt du, was das vielleicht... das musst du mir jetzt sagen, aber war das nicht gerade eben ein Schwall aus der Jugend? Das Amazing? Oh! Jetzt, wo ich es gerade sehe, ja, war das aus deiner Jugend? Beziehungsweise nicht nur das Amazing, auch generell, dass ich halt erzählt habe, dass ich immer wieder dieselben Sachen immer und immer wieder erzählt habe. So Otto-Gags und sowas. Ja, definitiv. Das müsste doch ein Schwall aus der Jugend gewesen sein, jetzt, wo ich es lese. Ja, du hast vollkommen recht, das habe ich gerade gar nicht beachtet. Ich dachte, Mist, schon wieder nichts, aber ja, doch! Auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum wir blöde Kuh gesagt haben. Aber das würde ich jetzt noch nicht sagen, als was labern wir da. Wegen Peach. Ja, garantiert. Ich nehme auch ein Projekt. Das ist gut. Ich nehme nur einen Timecode. Mach irgendwas. Schmeiß ich dir einfach Dead Rising rein? Nehmen wir doch einfach Pikmin 4, komm. Okay. Warum nicht? Welche Folge? Pikmin 4, die Folge 14. Mhm. Da dann die Minute 9. Bei so, sagen wir, kerzengerade 37 Sekunden. 9,37. Du musst die draufwerfen. Das ist so eine Tüte, die ihr platt Ich bin zu blöd, um das zu verstehen, wenn du mir das nicht sagst. Jetzt macht er einen auf diesen. Knopf.
Oh, der falsche Knopf. War das 34 oder 37? Board. Hol ich die scheiß Pac-Man da hinten? Wie du willst. Ja, kann ja nicht schaden. War das 34 oder 37? 37. Okay. Das wär's. Das ist so eine Dark Souls-Falle. Oh, da unten ist was. Da glitzert's. Da müssen wir hin. So. Auf geht's, Leute. Ist plötzlich Patches da, der dich in den Abgrund kickt. Patches haben wir doch in unserem Playthrough gemacht, ne? Ja. Ist das eine Selbstreferenz? Wenn wir im Playthrough so ansprechen? Der in dem habe ich auch gerade überlegt. Ich würde sie tatsächlich durchgehen lassen, weil ich der genau dasselbe gerade gedacht habe. Weil du Dark Souls gesagt hast. Ist ja aber auch ein Schelm heute. Was ist denn los hier? Ja, wer beschwert sich da über mich? Ach, das ich hab, das ist halt auch legitim, was ich gerade gedacht habe, sodass ich mich über dich beschwert habe, weil du mir ankreien wolltest, weil ich über Dark Souls spiele. Ja. Aber. So, was hatten wir jetzt gerade gesagt? Selbstreferenz vermutlich. Ja, würde ich durchgehen lassen. Ja, Feli beschwert sich über Alu, können wir jetzt drüber diskutieren, ob das tatsächlich passiert ist oder. Ja, doch schon, das ist so mein typisches, weil du mit Absicht das aber auch getriggert hast. Das ist halt die Sache, manchmal triggerst du das mit Absicht. Ja. Und ich würde sagen, das ist so ein Moment, aber ich habe mich über dich beschwert. Ja. Du hast doch. Ja, doch. Den gebe ich dir. Du hast mir Wir Lachen gegeben, da gebe ich dir den auch. Ja, okay. Also selbst wenn man darüber diskutieren könnte, ob das jetzt passt oder nicht. Hey, cool, du hast hier 3 in einer Reihe. Nice. Ja, aber du hast doch hier 3 in einer Reihe und da hast du 3 in einer Reihe und da hast du 3 in einer Reihe. Du hast 4 in einer Reihe. Oh mein Gott, du brauchst nur noch einen Ingame-Team-Kill. Ja. Das ist sogar ziemlich simpel. Immer irgendwas von Halo oder so. Ja, genau. Schwer, da nichts zu treffen. Aber wir lassen mal noch ein bisschen. Wo wir dabei sind, ich mach mal direkt Halo 1, Folge 12, Minute 16. Glatt. Oh, das sieht gut aus. Oh, und das ist die Folge. Nein, das ist eine Cutscene. Oh, und ich hab Schraube locker darauf verschwendet. Oder? Hast du gesehen, als mein ganzer kompletter Bildschirm belegt war mit Untertiteln? Ja. Zur Hölle. Was ist das hier? Sonic Racing? Everybody Super Sonic Racing. Jemand singt. Dun, 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 dun. Jemand hört nicht auf zu singen. In the 90s. War da gerade so ein Traktorstrahl, genau. Beam me up, Mr. Spock. Nein! Popkulturreferenz? Habe ich ja schon. Ja, oder? Dann gehe ich jetzt halt zu McDonald's. Ja, glaube ich. Moment, es wird noch schlimmer. Oh Gott, ich gehe zu Burger King? KFC. Ja, KFC. War nicht so? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein 5-für-5 Angebot gewesen. Da war noch irgendwie so, 5 Euro für 5 Sachen. Es kommt doch schlimmer. Wir gehen zu Burger King. Okay. Jemand singt. Ja. Und was hatten wir noch? Oh. Irgendwas war doch gerade. Ich habe mir 2 Sachen in die Hand gepackt. Okay. Auf jeden Fall, jemand singt. Das ist, ja. Wo war das letzte X? Diskussion über aktuelle. Nee, Selbstreferenz, ne? Wirst du dann schon. Ah, nee, sehen, das war Fade, beschwert sich. Jemand singt, habe ich auf jeden Fall. Ja. Das war laut, würde ich nicht sagen. Was? Ich habe mir zwei Sachen, warum auch immer. Müssten wir nochmal reingucken, weil. Skill-Moment, Gameplay-Fail, nee, was labern wir da? Diskussion über aktuelles? Selbstreferenz? Nee. Genau, wegen Popkulturreferenz war das, aber die habe ich ja schon. Ja. Also ist das eh irrelevant, aber. Jemand singt. Und damit habe ich eine Viererreihe. Genauso wie du. Und beide auf der Diagonale. Ja. Bloß entgegengesetzt. Sehr interessant. Ja. Oh, aber ich habe den Ingame-Team-Kill nicht bekommen. Aber das war glaube ich, von der Folge her, wäre das prädestiniert dafür gewesen. Ja, aber die ist natürlich jetzt weg. Ich muss also die Folge kriegen, wo. Ist das die letzte Folge noch schon? Oder ist das die ich weiß genau, woran du denkst. Ich weiß genau, welche Szene du im Kopf hast. Ja, weiß ich natürlich jetzt nicht. Jetzt geht's ja quasi. Jetzt ist ja quasi. Jetzt wird's ja eng hier, ne? Ja, so ziemlich. Wow. In-Game-Team-Kill. So viel noch nicht gesehen. Mir bleibt eigentlich nur In-Game-Team-Kill, außer ich erwische IC und jemand trinkt auf einmal. Das stimmt, ja. Naja, im Grunde geht's. Oder das jemand rantet und Skill-Moment, aber ich glaube nicht. Moment.
IC ist immer mit Trinken verbunden. Jemand trinkt, habe ich damit automatisch bekommen. Ich trinke doch danach immer einen Schluck. Stimmt, ja. Wir trinken danach immer einen Schluck. Stimmt, hast du vollkommen recht. Jemand trinkt, ist, ja. Das ist mir gerade so bewusst geworden, das ist gekoppelt, natürlich. Ja. Das war ja der Running Gag, dass es ein Trinkspiel ist. Ja, mit Hydration, also Wasser. Ich habe jetzt 3 Shenmues. Ja, und dann zig ja. andere Spiele. Und ich muss was finden, wo ich laut bin. Oh. Ah, nee, stimmt, ich muss ja gar nicht das Trinken finden. Nee. Doch, also, ja, doch, wenn ich das treffe, dann kriege ich. Wenn du IC triffst, hast du auch jemand trinkt, ja, genau. Ja. Naja, dann machen wir doch mal Shenmue 2. Shenmue 2. Folge 4, Minute 7 glatt. Oh. Minute 7, bitte. Ah, Minute 7, Entschuldigung. Weniger gebraucht beim nochmal. Aber hoch. Sieht schlecht aus, weil wir da nur Dings spielen. Ja, stimmt. Sofern jetzt nicht jemand reinkommt und Ryo killt. Und es ist sogar das Thumbnail. Oh, bitte. Das heißt, das, was du gerade eben gemacht hast, nur ein bisschen weiter rechts vielleicht. Das ergibt keinen Sinn, aber egal. Ich weiß nicht, was ich eben gemacht habe. Ich mache einfach jetzt hier. Bup. Hast du jetzt irgendwie ein Quicktime-Event? Ja. Siehst du? Ja. Siehst du? Sehr gut gemacht. Ich weiß nicht mal, ob das da war. Aber es war weiter rechts als vorher, ja. Ja, da kriege ich keine IC. Kannst du vergessen. Nee, glaube ich auch nicht. Nice. Oh, wir dürfen das Geld sogar behalten. Ein bisschen hast du noch, wenn wir jetzt noch mit jemandem reden. Und das schnell vorbeigeht. Ja, nee. Ah, nee, wir stehen ja da nur. Wir stehen nur da. Sofern jetzt hier nicht jemand. Fuck off! Da, hier, der alte Mann. Ja, oh mein Gott, der ist aber erfahren. Das ist der Meister. Na gut, ich habe schon mal einen Shenmue verbrannt. Genau, immer nur $50 in der Tasche. Ja. Damit er einmal am Tag spielen kann. Heute spielt er nicht. I see! I see! Tja, okay, nichts gekriegt. Nichts gekriegt. Soweit ich das sehe. Nee. Außer man lässt das als Cutscene durchgehen, wenn die zwei sich unterhalten haben, aber. Das ist sehr weit gestreckt, glaube ich. Das ist halt die Frage, was du unter einer Cutscene verstehst. Wenn das eine Cutscene wäre, dann wäre auch eine Cutscene gewesen, wo ich mit der Frau spreche. Nee, ich habe ja so, selbst. Ja. Und da haben wir es auch nicht gelten lassen. Hast du recht. Cutscene würde ich sagen, ist, wenn die Balken oben und unten kommen und dann Filmsequenz. Ja, gut, ist. Was ist, wenn ein Spiel sowas nicht hat? Nee, ich meine jetzt ins Shenmue-spezifisch. Ja, okay, gut. Ah, mein Ziehfisch. okay, das war laut. Das heißt, dann gehe ich richtig back to the past. Pikmin Bingo Battle. Folge 3. Minute 17. Okay, bedeutungsschwanger den Zeigefinger gehoben und jetzt passiert es. Noch eins für Blau, was? Oh mein Gott, das ist die Sache, die ich brauche. Oh shit, wir müssen uns beeilen, Leute, wir müssen uns ranhalten. Oh nein, das steht an so einer richtig beschissenen Stelle. Ja, Fluch. Nur noch eins für Blau, was? Warum? Ich hab wieder Mathebuch gemacht. Oh nein, das hängt so blöd an der Kante. Ich laufe im Kreis. Nein, ich kann das nicht mehr holen. Shit. Ich hab das so blöd an die Kante gestellt. Ich kann das nicht mehr holen. Ich hab mich. Nein, komm da weg um! Das war deine Schuld. Ich weiß. Nee, jetzt hab ich. Ich hab hey, dich du jetzt hast ja gar keine verloren. Framed. For murder again? Das andere war ja nicht nur geframed, das war ja akkurat. Das war offenkundig der absolute Genozid. Oh, das ist schon danach. Du hast mich genoziert. Was? Denoziert? Hau ab! Nein! Der wurfte mich! Oh, shit! Nein! Los! Wir schaffen das! Ja! Das war laut, würde ich sagen. Ja, aber du bist schon lange drüber. Du bist schon 7 Sekunden drüber jetzt. Oh. Entschuldigung. Das kam eine Sekunde, nachdem die Zeit abgelaufen ist. Ich guck nochmal kurz. Hau ab! Nein! Der wurfte mich! Ah, du hast recht. Also, Fluchen haben wir auf jeden Fall drin. Ja, Fluchen war drin. Jemand flucht. Was war das Letzte, was wir hier hatten? Ja, weiß ich doch nicht mehr. Bei dir irgendwas, ja. Ah, okay, ja. Jemand trinkt direkt daneben. Stimmt, das war. Ah, oh, das war also kurz danach. Also ich habe die Folge getroffen, die ich wollte. Ja. Da dann, Shenmue 1 oder 3? Oder was meinst du? Ja, ich glaube, ich nehme lieber Halo 1, letzte Folge. Halo 1, letzte Folge? Okay. 20 Sekunden. 20 Sekunden, also von Anfang. Ich hoffe, das ist nicht. Ich hoffe, das war alles eine Folge. Nee, scheiße.
Fuck. Du meinst das, wo du runterguckst, und dann war ich das? Ja, aber das war eine Folge davor. Das war am Anfang des letzten Levels. Ja, aber genau. Das war eine Folge davor. Richtig. Fuck. Na, mal gucken. Vielleicht bin ich ja so lustig und klopp dir noch mal einen auf den Hinterkopf. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass wir gerade. Nee. Willkommen zurück auf jeden Fall bei diesem Let's Play. Wir sind in der letzten Mission. Und müssen gucken. Oh, da hat jemand von hinten geschossen. Ah! Ich kann auch einfach mit meinem Rücken in die Gegner reinlaufen. Das bringt bestimmt viel. Okay, mein Mikrofon hängt gerade nicht richtig. Okay. Ah! Illuminati! Domini Patri de Fili di Spiritu Sancti! Action! Voll daneben. Action Cam, die beste Cam in deiner Welt. Yeah. Oh, Kulturreferenz. Geschichte. Ja, mach ich, ja. Das Ende der westlichen Welt. Was ist hinter dir? Hab ihn. Yeah. Da hat an. Da hat an. Da hat an. Das soll ich nicht tun. Was, da hat an sagen? Nee, mit dem Raketenwerfer direkt vor mich schießen. Nee, sollte man so, nicht. Okay. Wir suchen jetzt die Knöpfe. Ja, nee. Schade, leider nicht getroffen. Ey, aber ich wusste genau, wo du hin willst. Na ja, ich wusste genau, wo du hin willst. Aber auch dann weiß ich nicht, ob das als Teamkill gilt, weil du hast ja irgendwie mich angegriffen und bist dann so nach hinten irgendwie gefallen. Ja. Also, aber du hättest das war in einem Short gehabt. Hatten wir jetzt irgendwas? Nee, ne? Ich weiß nicht, das war laut an einer Stelle, also, aber hätte ich, ja. Würde ich potenziell, glaube ich, ja, gib mir, komm, gelten lassen. Ziele ich jetzt eh nicht drauf ab. Okay. Weil Katzin und das war in einem Short jetzt auf einmal zu treffen. Ja, ja, das stimmt. Oder Schwall aus der Jugend und jemand singt. Oder habe ich irgendwo eine Katzin in einem Short verwandelt? Glaube ich eher nicht, weil, naja, es gibt den Short. Das hätte ich jetzt, egal. Das war laut, das war laut, das war laut. Das ja, war laut. Im Prinzip, ich glaube, ich weiß. Okay. Aber. Das war laut. Ja, ja, ist okay, mach jetzt deinen Pick, komm. Ja, ich überlege doch. Ich greife jetzt danach beim nächsten Mal, ich hoffe, es trifft. Mini-Gameplay-Show? Folge, oh Gott, da kann ich natürlich jetzt nicht einfach sagen, hey, Final Fantasy 7. Wenn dann kannst du auch nur 8 sagen. Ja, meine ich ja. Warum nicht? Naja, weil wir haben 18 Folgen, also sage ich dann die Folgennummer. Das wäre wie so ein Titel zu sagen. So, ich nehme jetzt die Folge. Ja, gut, okay. Ja, okay, ja, okay. Mini-Gameplay-Show. Oh, Gott, das wäre jetzt aber besser gewesen. Darf ich den Titel sagen? Ich weiß, nein, ich habe die Regel gerade gemacht. Ist gut. Folge 11? Minute, sagen wir so smack dab in der Mittelminute 10. Und bitte. Ja. Schutt? Da ist, Schutt? Da ist meine Leiche irgendwo, ja. Da ist ein Typ. Ja, genau. Ja, es ist immer dasselbe zurück. Böse hier überall. Ich bin weg, ich bin raus aus dem Spiel. Ich darf dir jetzt noch zugucken durch diesen 1992 Videokamera-Observer. Was ist denn hier schon wieder los? Du bist tot. Schnitt. Du bist tot. Ich bin doch nicht tot. Ja. Da steht außer Gefecht gesetzt. Das heißt, man ist nicht tot. Das ist wie Pokémon. Wenn die fainten, dann sind sie nicht tot, dann sind die außer Gefecht gesetzt. Ja, ich bin Kamerad ist verwunden. Helfen Sie. Was? Ihr Kamerad ist verwundet. Helfen Sie. Naja. Das habe ich zwar gerade ziemlich irgendwie komisch gesagt, aber ist ja egal. Wow, das ist mal wieder das beste Game ever, was wir uns ausgesucht haben. Ja, ich sag's dir. Mini-Gameplay-Show steht irgendwann voll für Qualität. Ich glaube, die ersten Spiele, die wir gemacht haben, waren noch die qualitativ hochwertigsten. Mal ganz ehrlich, naja, so die erste, weil die meine Spiele aus, gespielt haben. Ja, auch aus Teilbericht. Ja, genau, eben. Ich kann ja auch mal die guten Spiele mitbringen. Meine Lust war das gerade laut? Hat er nichts gegen gesagt. Also, wenn das jetzt laut war, dann waren schon viele Stellen ja, das stimmt vorher allerdings laut. Ja, das war keine Taktikbesprechung. Was labern wir da? Nee, das war alles richtig. Jemand sagt beim Trinken, nee. Gameplay-Fail? Nee. Nee, einfach nur sterben. Feli beschwert sich mehr über das Spiel als über dich. Ja. Dass ich das selbst noch nicht getroffen habe, ist ein Wunder. Ausgedachter Dialog? Nee, Wortwitz? Nee, das war laut. Ingame-Team-Kill? Nee, nee. Jemand rantet? Ja. Jemand rantet, würde ich schon sagen, könnte passen, oder? Ja. Dass ich über das Spiel mich beschwert habe, irgendwie so ein bisschen. Und über die Kamera, die 1992... Ja. Doch, oder? Nimm dir das Kreuzchen, du. Yeah. Zieh's dir rüber. Yeah, cool.
cool. Bringt mir jetzt nicht viel, aber wer weiß. So. Ja, nehmen wir halt Shenmue 1. Ja, stimmt, du hattest 1 noch nicht, richtig. Ja. Ach, was weiß ich denn? Folge 7, die hatten wir noch nicht, richtig? Nee, ich hatte Folge. Wir hätten einfach mal scheiß Protokoll nehmen oder irgendwie sowas. Sollen. Ja, ja, genau. Ja. Und zwar nehmen wir dann da einfach irgendwo. Uiuiuiuiui. Oh, du kannst bis Minute 22:15 gehen. Das steht sogar 23. 23, okay. Aber ich kann tatsächlich nur bis Minute 22:15 gehen, hast du recht. Weil Minute 23:15 zu sagen, wäre ja unfug. Ja, das ergibt Sinn, ja. Also ich dachte, die nächste Folge reinrutschen. Du hast recht, ja. Jetzt hast du aber schon gesehen, was das für eine Folge ist. Ja, tut mir leid, aber... Ja, aber ich da ein bisschen vorher. Ja, wir nehmen einfach die Minute 7 glatt. Warum nicht? Komm, scheißegal. Aber irgendwie auch schon dreimal habe ich... Ja, ich liebe die Minute 7. Es sieht aus, ob wir da nur rumrennen. Was soll's? Jetzt ist es gesagt, jetzt ist das Wort gefallen. Sollte, dass du schon umgebaut war, habe ich gar nicht aufgepasst. Nein, ich habe einfach von vorne vom USB. Ach so, die USB. Port, Anschlussgeschichte, wo das Kabel reinkommt. Was? Richtig. Ah, Sugoi. Red doch mit dem Wappen. Moment, wo waren mach einen Teamkill. Wir wissen noch nichts über Jackenläden. Doch, excuse me. Wir haben noch nicht mit dem Biker gesprochen. Oh. Stimmt. I'm looking for a guy named aber es ist vollkommen egal, weil du ja jeden fragen kannst. Aber er weiß es ja trotzdem nicht. Jetzt zieht er das auch noch raus mit seinem ewigen Text. Doch, wir fragen doch schon Charlie. Wir fragen doch schon nach Charlie. Sind jetzt eigentlich die ICs aus, nee. Also aus der verworfenen Aufnahme? Ja, gucke. Keiner von uns hat getrunken, glaube ich. Okay, aber dann ist es nicht immer gegeben. Dann können wir bei dir jetzt das wieder wegnehmen. Das ist ein total verrückter Zusammenschnitt aus beiden. Da hast du recht, ja. Aber wir haben da gar keine Pause gemacht. Ich weiß. So, aber diesmal hast du jetzt die Chance. Wir haben da gerade gar keine Pause gemacht mit irgendwie mit Reden oder irgendwas. Es wirkte nicht, als wenn da auch nur einer. Wir haben Strohhalme, die direkt ganze Zeit. Ja, da hat jemand getrunken. Wir fragen doch schon nach Charlie. Sind jetzt eigentlich die ICs aus dem Auto? Nee, wir haben instant geredet, da hat keiner. Ja, ich habe das einzige IC erwischt, wo ich getrunken wurde. Wir haben das irgendwann angefangen, ja. Aber da muss, ich bin ganz ehrlich, dann müssen wir nicht, ob du getrunken hast. Ja, ja, dann gucken wir mal bei mir nochmal rein. Aber weißt du deine Nummer noch und alles? Wir machen es einfach so und dann dürfte ja hier unten der nette rote Balken dann bei, oh Gott, jetzt muss ich kurz mal durchgucken. Ich habe mir die Nummer. Ich meine, es ist irrelevant, aber, na wobei, wer weiß, es geht jetzt ums Prinzip. Müsste nicht hier unten der lustige rote Balken dann sein? Weiß ich nicht, ob das bei dir dann selbst noch so ist. Willkommen am Hafen? Nee, anscheinend nicht, nee. Wo ist Charlie? Ich dachte, ich kann das jetzt einfach... Nee, stimmt, das ist da nicht. Ich dachte, ich kann das jetzt leicht erörtern. Irgendwie der neue Job oder irgendwie so hieß die Folge, die ich hatte. Glaube ich, oder? Ja, du warst relativ spät drin, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Der neue Job, hatte ich die Folge? Nee. Weiß ich nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wann genau das war. Das habe ich ja, mir jetzt natürlich nicht gemerkt. Ja, du hast mit der einen geredet, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Wir waren bei 64 ICs, das weiß ich noch. Ja gut, das bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel. Ja. Okay, dann aber können dann, wir jetzt müssen dann sage ich, dann nehme ich bei mir das jemand trinkt raus. Okay. So, jetzt werde ich dir erstmal deinen IC geben auf jeden Fall. Das hast du nämlich auf jeden Fall getroffen. Ja. Das ist ja eine Schande, dass ich das einzige erwische, wo wir eindeutig nicht trinken. Das war aber auch so eindeutig. Ja, da kann ich nicht mal gegen vorgehen. Ich kann nur deins absprechen. Ja, und das nehme ich auch definitiv in Kauf, weil ich ja dachte, dass das automatisch einhergeht, aber weil wir ja gerade den Präzedenzfall hatten, dass das nicht automatisch ist. Da war's. Okay. Lassen wir's weg. Ist vollkommen legitim. Also. Aber hat jetzt per se, hat mich jetzt an einer weiteren Stelle mehr zum Ziel geführt. Aber jetzt ja, versuch mal. Jetzt, ich gehe jetzt wieder einfach, ich sprühe jetzt einfach wieder rein in die ganze Suppe hier. Ja, ich nehme jetzt nur noch einfach irgendwas. Genau so muss man das nämlich machen. Wenn man verlieren möchte. Naja, los, komm. Okay, du bist. Wortwitz, Moment, ich habe gerade eine Idee gehabt. Kirby's Return to Dreamland. Kirby's Return to Dreamland. Folge 26, Minute 13. Tu es. Was hast du denn mit Minute 13? Also mental? Ja, so Hive-Mind-mäßig. Ja, ja, genau. Behaupten wir einfach mal, jetzt reine Studio, alle Frauen sind Hive-Mind-mäßig miteinander verbunden. What? Ja, klar, deswegen müssen sie alle zusammen aufs Klo damit. Ja, das ist definitiv also alle Frauen der Welt immer gleichzeitig. Ja, am besten so wie bei Rick und Morty. Popkultur. Ja, ja. Naja.
Naja, so Hive Minds, ja. Naja, ja. Ach, meine ich schon wieder. In Game of Thrones gibt's ja auch Hive Minds. Die Children of the Forest und das Werewood Net und so. Mhm. Das ja Bran dazu gehört. Hol die Sterne, genau. Voll die Spoiler. Nein, Spoiler ich jetzt eigentlich zu viel? Weiß ich nicht. Ja. Für mich nicht, aber weil ich habe das heute nicht gesehen. Weil ich wollte gerade sagen, du kennst aber auch die Serien und die Bücher ja. Ja, relativ. Komm, eins noch. Über Kirby und dann haben wir die Phase auf jeden Fall geschafft. Yeah. Oh Gott, nein. Das war keine Taktikbesprechung. Ja, wie willst du denn das jetzt überleben, hä? Keule, ich glaube, hallo? Nicht mehr. Hallo? Oh Gott sei Dank, okay. Es trifft nur mich und ich sterbe. Ja. Das wäre nicht ähnlich mal gewesen wie bei Mega Man X. War das laut? Galt das als das war laut? Es war auf jeden Fall ein Was labern wir da? Ja, weil ich habe absolut keine Ahnung, was. Offenbar, dass alle Frauen auf dieser Welt sind in einem Hive Mind. Deswegen müssen sie gemeinsam auf Klo, so viel habe ich verstanden. Oh, okay. Aber ich weiß nicht warum. Ja, keine Ahnung. Und kein Ladies? Aber war dieses am Ende, dieses Hallo? War das ein Das war laut? Nee, wir haben gesagt, wir müssen es in der Folge acknowledgen. Das haben wir, glaube ich, nie geklärt, aber ja, ich glaube. Ich glaube, das haben wir gesagt, ne? Dann war das aber auch bei dir nicht laut. Also, das, weil nicht. Da keiner aber gesagt hat, das war laut, okay. Ja, kam von mir aus weg. Aber das war nicht in dieser. Nee, ist okay. Dann war das aber. Das war aber nicht so übersteuert wie bei dir zum Beispiel. Also. Na, vielleicht nicht, nee. Also, ich würde sagen, es war auf demselben Level wie das bei Sunshine ganz am Anfang. Ja. Entsprechend. Okay, nicht. Und da haben wir es ja auch nicht gelten lassen. Genau. Okay, gut, dann bist du dran. Aber wir hatten gerade so einen richtigen, was labern wir da eigentlich? Moment. Ja, what the fuck? Aber auch direkt am Anfang von der Minute. Ja. Ja, weiß ich nicht. Frauen sind ja in so einem Hive-Mind. Ich nehme jetzt Doki Doki. Folge 5. Doki, Folge 5? Ja. Ja. Und da nehmen wir doch einfach mal die Minute 12 und die Sekunde. Minute 12, Sekunde 27. Okay, 12:27. Okay. Oh, wir machen. Oh nein. Oh, das ist schon scheiße. Auf was hast du denn jetzt gehofft? Ich habe auf nichts per se gehofft. Team Kill. Oh, die Bücher überschreiben ist Team Kill. Geschichte. Ja. So, wir können erneut nicht für das Monika irgendwas auswählen. Das war ein Menü auf jeden Fall, aber das hast du ja schon. Das Ganze hier ist ein Menü. Also, ich würde erstmal sagen, wir lesen die Worte wie immer vor. Würde ich jetzt auch Depression, sagen. Depression, Glückseligkeit, Entropie, vor allem die Farbe knabbern. Dann lesen wir noch alle Worte vor. Gemetzel, lebendig und mehr. Soll ich einfach versuchen, alle Worte, die zum ersten Gedicht waren? Da muss ich auch nur ein Gedicht schreiben. Damit könntest du es dir natürlich jetzt sehr leicht machen. Ich weiß nicht, erklär mir mal kurz zu der Mechanik. Läuft es darauf hinaus, dass man versuchen sollte, auf jeden Fall zu einem Girl zu sendieren? Das ist eigentlich relativ egal. Also kann es so schwammig zwischen allen halten, wie ich möchte. Ja, also du könntest jetzt zum Beispiel das Gedicht erst Sayori hin widmen oder Natsuki. Ja, ich meine, sie war sehr stark heute. Das muss man ihr natürlich anrechnen. Also dementsprechend... Wenn du es nicht schon hättest, hätte ich gefragt, ist das eine Taktikbesprechung? Das Ende nicht irgendwie oder... Weil im Prinzip ist es das, groß verändern, dass da irgendwie... Also es ist jetzt nicht drüber, so oder? Schlimm, hast wenn, nicht wenn wir jetzt ein bisschen herstellen. 27 oder okay. 27, okay. Ja, dann sind wir drüber. Ja. Ja, war nix. Nee, das war nix, nee. Das war leider das nichts. Das war nee. Leider nichts, nee. Aber ausgedachter NPC-Dialog bei uns beiden bei Doki Doki nicht drin ist. Da haben wir, das ist doch nur Dialog. Ja, das ist das ganze Spiel. Oh. Naja, nun, komm, jetzt bring's eigentlich nach Hause. Ja, aber wie finde ich was laut war? Oh, Gedankenblitz. Bitte, ich hoffe, er hat es jetzt endlich. Gedankenblitz. Oh, ich muss das aber auch richtig treffen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Mario Kart 64. Ja, genau. Scheiße, haben wir am Anfang 3 oder 4 Folgen gemacht, die erste Session. Oh, 64 war ja auch richtig beschissen. Ja, genau. Ich glaube, da hatten wir. Oh, ich glaube, da hatten wir 4 Folgen gemacht. Oder 3? Oh. Weil dann hätte ich gesagt, da und dann so bei 27 Minuten ungefähr, glaube ich. Oder war das so früh? So spät in der Folge? Ich werde dir das nicht beantworten. Zum einen, weil ich es nicht weiß, zum anderen, weil ich. Folge. Sage ich einfach mal Folge
4 Minute 27. Folge 4 Minute 27. Ah, ich wollte meinen epischen Nein-Schrei haben. Ja, ganz genau, an den habe ich die ganze Zeit gedacht. Das wäre doch der Moment für dich. Warum bist du... Aber vielleicht... Hast du Glück und wir schreien trotzdem. Zieht ja. Und er macht's! Yo, 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 Chad Gaspar und JTG, it's Crime Time! What the fuck? Wrestling. Achso, it's Crime Time? Das war ja. Heute klären wir einen der Mordfälle von Hulk Hogan. Nein, das war ohne Mist. Das ist Selbstreferenz, aber nicht für uns. Ne? Und sie hießen Crime Time. Okay. Und sie haben Leute beklaut. Ja, gut. Sie haben also die Crimes gemacht. Haben sie so schwarze Masken, so Diebesmasken auch gehabt? Nein, das nicht. Sie waren, okay. Sie waren einfach nur sie waren einfach nur Bros aus der Hood. Oh, okay. Um es mal so habe ich es jetzt formuliert. Zu betrachten. Yippie! Here we go! Vor allen Dingen, ursprünglich war auch, glaube ich, das Intro ganz anders. Da war dann irgendwie Check your Rolex and irgendwas, it's Crime Time. Also so nach dem Motto, pass lieber auf deine Sachen an. Und dann irgendwann haben sie es halt umgeändert, einfach nur und haben die Namen da reingepackt, anstatt eben zu darzustellen, dass sie klauen. Ja. Ja. Aber schön, wie die ganze Story jetzt da drin war. Ja. Ah, Selbstreferenz, oder? Naja, also es ist so eine Privatreferenz. Ja, würde ich es nicht gelten lassen, ja, weil das ist okay. Halt, ne, das ist halt okay, ja. Eine Unterhaltung zwischen uns. Damn it! Oh, es waren doch 3 Folgen und nicht 4. Halo 2, Folge 1. Das ist keine schlechte Wahl, ne? Ja, aber, dann ja. Irgendwo, weiß ich nicht, Minute 3:30, komm. 3:30 hast du gesagt. Ja, Folge 1, 3:30. Oh, ist das, war das aber nicht, dass ich erstmal die ersten paar Minuten alleine zählt gespielt das habe? Ja, das ist anscheinend EK-10. 3:30 bitte, nicht 3. Ach, 3:30, Entschuldigung. Ist EK-10. Ja. Pech gehabt. Ich glaube, die Cutscene ist auch noch ein bisschen länger. Ja, was soll's. Da hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja, Sir. Natürlich hat das Spiel mehr Story. Sobald sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Ich liebe die Flotte, die Ruhe zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen. Ja, das ist jetzt quasi nur Katzen, wir sagen nicht mal irgendwas. Nee. Außer, dass du gerade irgendwas mit Dürum gesagt hast und ich mir auch so dachte, warum? Ich brauche eine Johnson. Waffe. Ja, mini Maser. Und wir brechen einfach gerade die Dialoge in den Mund. Okay, cool. Okay, wow. Habe ich eine Waffe? Also, ich meine, wo fängt das an, wo hört das auf? Nein. Achso, wir haben noch keine Waffe. Ich bin du oder du ich, weiß es nicht. Oh Gott, wir sind einander. Damit würde ich sagen, nochmal hallo, liebes Publikum. Willkommen zum richtigen Gameplay, weil das Spiel irgendwie doof ist. Wir sind einander. Ja. Schöner Dialog. Ja, willkommen bei Halo 2. Genau. Toll. Ich bin nämlich der Master. Im Grunde... Ja, also ich meine, wofür gilt das? Das kann ja nicht ausgedachter NPC-Dialog. Und er hat ja davor, geredet, der Master Chief? Weiß ich nicht, der redet selten. Kann ich dir jetzt nicht so... Ja, Sir. Ja, also. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier. Ich brauche eine Waffe. Ja, Minimi, der Master Chief. Ja. Geltig. Das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Ja! Oh, krieg einfach alles. Ja, weil ich die falsche Taste... Nein, nicht das! Gib mir noch einfach ein Kreuz. Ja. Ich bin nämlich Jesus. Der wollte das auch unbedingt. Ja. Nee, ja, ich bin nicht für eure Sünden gestorben. Das sind Fashion Statements. Dominanz. Ja. Wir sind einander. Okay. Ja, jetzt wird's... Wie gesagt, ich bin halt irgendwann nicht mehr so extrem laut gewesen, wenn denn nur in spezifischen Situationen. Die spezifische. Ja, das sind meine Lieblingsfische. Ingame-Team-Kill-Wortwitz. Stimmt, ich kann ja noch in Halo rumfischen. Du kannst in Halo rumfischen, wie du willst, ja. Hatte ich Halo 1 schon? Nee, du hattest Halo. Ich hatte Halo 1 und Halo 2. Mir bleibt nur noch Halo 3. Und dann, weiß ich nicht, Gnade uns Gott.
Dann mache ich mal Halo 1. Zukunftsfaili hier. Ja doch, ich hatte Halo schon. Dementsprechend überspringen wir das Ganze einfach, weil es sowieso nichts zu ankreuzen gab. Next! Ich nehme mal Shenmue 3. Okay. Letztes Hurra für das IC. Ja, Shenmue 3, Folge 4, Minute 5. Vielleicht rante ich ja. Oder so. Oder du rantest über das Spiel. 5. Ich rante doch nicht. Aber da laufen wir noch, ja, da laufen wir noch von Shenmue irgendwie und Zucker. Sammeln Kräuter. Nee, Zucker halt nicht, Honig. Ja, Zucker. Nein, trotzdem noch Zucker und dann Sahne oben drauf. Ist das ein, was labern wir da? Das ist eine Cutscene, ist aber wirklich. Ja. Ja, das ist eine Cutscene, würde ich. Das gelte ich. You can make Chinese medicine with it. So, you can turn this into medicine, huh? Not just that. Medicine. I'm medicine. Medicine. Schüttel nur die komischen Krümelstücke. Really, oh. Die. Ja, die sind immer da. Oh, really? Sag doch mal IC, du Arschloch. Dann trinken wir. Das ist nicht Fritz Cola. Oh, Tatsache. Yes, if you find enough to make some medicine, Uncle Tao will buy them from you. Der Gute. Okay, alles klar. Wir brauchen also die Pflanzen, um Geld zu kriegen. Genau. Ja, easy. Wow. Fragezeichen, jetzt. Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, das war eine Katzi. Und eine Selbstreferenz, die habe ich ja schon. Ja. Wie kann ich denn? Dreimal Shenmue. Aber auch in Shenmue 3 so gut wie nie IC gesagt. Richtig, das ist das Problem gewesen mit Shenmue 3. Deswegen habe ich auch nach hinten geschoben, aber. Oh, das war in einem Short, brauchst du jetzt nur noch auf der Reihe jetzt. Ja, so. Das ist ja einfach. Es gibt wirklich einfache Sachen. Ja, ich muss nur die fucking Dingsfolge treffen, die du nicht getroffen hast bei Mario Kart. Ach so. Es gibt so vieles. Ja. Wir haben über 200 Shorts auf dem Kanal. Ja. Octodad. Folge 4. Das müsste Folge 4 sein. Ich glaube, das ist zu spät. Aber mach. Und dann sage ich da einfach Minute, auch irgendwie so Minute 10. Ich glaube, Folge 4 ist viel zu spät. Es sind 6 Folgen und das Aquarium ist am Ende. Also, das ist aber nicht das, was ich dachte. Das, was ich weiß, wo du hin möchtest. Du möchtest in den scheiß Kelp. Ja, exakt das war das. Aber das ist das nicht. Das ist das, wo wir die Minigames gemacht haben. Ich kann meinen Arm nicht heben. Da habe ich gerade ein Eigentor gemacht. Ach gut, wenn man den rechten Arm nicht heben kann. Ist das ein Gameplay-Fail? Weiß ich nicht, Digga. Ja. So, komm. Ja? Ich kann meinen Arm nicht heben. Da passiert nichts. Vielleicht ist das nicht der Knopf zum Arme heben. Vielleicht. Habe ich den falschen Stick genommen? Ich weiß nicht. Nee. Wir sind ja irgendwie bisher durchgekommen, also muss das ja... Gibt's hier keine Option. Gibt's hier kein Optionsmenü, wo man mal nachgucken kann, wie die Scheiße überhaupt funktioniert. Nee, Kontrollpunkt, ja. Einstellungen. Ja, wunderbar, Menüs, Steuerung, ja. Och Mann. Ich war mir so sicher, dass das passt. Ich war mir so sicher, dass das passt. Belegungsding. Eingabe neu. Weil das wäre so ein garantierter Gameplay-Fail gewesen. Empfindlicher machen? Ist halt die Frage, ob wir da, wo ich mir jetzt ganz am Anfang bei den 10 Minuten da das Eigentor reinschieße, ob wir das gelten lassen oder nicht. Also, du wirst wahrscheinlich sagen, nicht, ne? Weiß ich nicht. Du hast halt rumgewirbelt und dabei das Ding... Also, das ist ja, der wäre so oder so reingegangen. Ja, okay. Das stimmt. Ah. Mann! Ich bin immer so eine Folge off. Aber mit so vielen Sachen jetzt auch schon. Ja. Bei Mario Kart war ich eine Folge off, hier war ich eine Folge off. Wo war das noch? War das bei Shenmue? Irgendwo war das noch auf jeden Fall. Das nervt mich jetzt gerade. Jemand lacht beim Trinken. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich nehme Beautiful Katamari. Oh, interessant, ja. Folge 4. Folge 4? Minute 7. Wiederholt sich einfach alles. Snap on the Replay-Effekt. Katamari.
Und bitte, worauf hast du gezielt? Er hat recht, das war so, nein, nein, nein. Auf die gute Musik. Und das Sunshine HD Remake, wenn es rauskommt, machen wir doch. Nein. Nein. Ey, weißt Quatsch. Du, wenn sie es verbessern, von mir aus. Aber es werden wir wollen nicht. Den Longjump zurückhaben. Ja. Einfach der Longjump würde alles so viel einfacher machen, so viel besser. Egal. Sunshine ist ja schon jetzt eine Weile her. Das stimmt allerdings. Das stimmt ja. Ich glaube, das sind 2 Jahre. Ja. 2,5 fast. Was macht ihr hier? Ach, das ist ein Golfer, die in den Aber Boden eingebaut sind. Da war das Sunshine-Remake so noch nicht angesagt, bin ich ja. der Meinung. So. Ich glaube nicht. Also wenn ich einen Zebra kriege, kriege ich auch eine Kuh. Ja, ja. Will ich die Kuh hier haben. Die nee, Kuh hast du noch nicht, ist oh, zu groß. Das ist ein Giant-Cow. Kuh-Cow. Giant-Cow. Und Gorillas hieß. Ja, natürlich, die japanischen Berggorilla. Ah, nee, Japan sammeln war ja gar nicht mehr. Nee, aber trotzdem sind es 5 Meter, sehr gut. Berggorilla. Krieg ich die Pilze? Geil. Krieg ich den Schwan? Richtig geil. Jawoll, oh, erzähl keinen Schwan. Rasse da richtig aus. Ja, war nichts dabei. Nee, weil dann, sonst hätte ich gesagt, wenn das jetzt schon so der, zu der Zeit war, wo das Remake angesagt wurde, was es nicht gewesen ist, hätte ich gesagt, du hättest eine was Aktuelles, wir reden über was Aktuelles gehabt. Ja, aber dem war nicht so. Nee, das hast du sowieso schon. Ja, natürlich. Na gut, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beyond Two Souls. Wow. Beyond Two Souls. Folge 8? Mhm. Minute 8 von mir aus. Nee, ich hab keine Ahnung. Wir gehen. Ich weiß nicht, ob was passiert. Ja, eben. Ja, du musst doch den, du musst die lilanen Teile da aufwählen, oder? Ich weiß nicht mehr, wie wir das Spiel gespielt haben, überhaupt. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir da überhaupt irgendwas machen. Oder was wir da machen. Ja. Ich glaube, wir machen mit den einen Punkt diese, auf den diese, anderen, ja. Ja, diese Punkte mal auseinander. Zu, wow, ja. Okay, weiter geht's. Aua! Bumpen. Aua! Ja, Popkulturreferenz und singen. Irgendwie. Schnellen Page! Schnellen Page! Oh, fuck. Da. Das ist ein Wortwitz. Ja, rückt. Ja. Nach links war ja, gut. Kann ja, man, okay. Ja. Hochspringen, genau. Einen Slow nach oben. Die Leiter! Die Leiter! Vor allen Dingen Alan Page, Alan Wake, schnellen oh. Wake haben genau dieselben Witze wie Cycle, weil die Namen so ähnlich sind. Ja, oh. Ja, ich würde sagen, Wortwitz habe ich. Ja. Abseits davon war, glaube ich, jetzt nichts schlecht, dabei. Schlecht, jetzt müssen wir beide nach dem Ingame gehen. Ja. Scheiße, du hast noch alle Halos offen, glaube ich. Stimmt, ich habe noch kein Halo genommen. Ah. Da hast du vollkommen recht. Ja, was brauche ich denn? Entweder jemand trinkt, das war in einem Short, Ingame Team Kill. Das war in einem Shot, Prost. Ja, genau. Die drei fehlen, würden dir jetzt fehlen, damit du direkt ausmachen kannst. Du könntest ja. auch Gameplay-Fail und jemand singt versuchen. Ja. Aber es wären halt 2 Sachen. Es sei denn, ja. ich singe, während ich einen Gameplay-Fail mache. Das kann natürlich auch passieren. It takes two. Das ist interessant. Okay, okay. It takes two. Ach du liebe Zeit. It takes was two? Weiß ich, Folge 17. Minute. Minute 12. Sekunde 3. It takes die 3 Sekunden sind two. Und dann nicht der Elefant. Das war das Mieseste einfach. Ja. Ah, oui, oui. It takes two. Elefant. Das ist egal, ist aber auch nicht. Nee, das ist ja leider nicht nee, da drin. 12-3. Oh nein, das ist die traurige Elefantenkatzin. Oh, tut mir leid, Leute. Da müsst ihr jetzt durch. Heimt als deins? Vermutlich. Nice. That's collaboration. Oh. Du liebst das doch. Now you can. Das wäre auf jeden Fall eine Cutscene. Ja, zu spät. No sense of time. You will now be able to control time. Yeah. Oh, look at cool. That. Ah, das ist das schon nach der Elefanten-Cutscene dann oder kommt die erst dann noch? Lover. Nee, das die kam davor, glaube ich. Das muss ja. danach sein, weil wir quasi ja jetzt sehe ich so aus.
kommen. But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. Ja, da passiert aber einfach gar nichts. Ja. Toll gewählt. Na, ich weiß halt nicht, welche welche Folge du gesagt hattest. Ja, ich auch nicht, aber was soll's. Ich hab's ja sanktioniert. Ja. Ich habe Pech gehabt. Nichts war drin. Okay, Halo 1 hatte ich schon gehabt, ne? Ja. 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 Ab Halo 2 teamkill ich gar nicht mehr so viel, weil es dann nicht mehr gut funktioniert hat. Ich hab's, glaube ich, so bis Folge 2 noch versucht. Dementsprechend mache ich Halo 2, Folge 2? Minute 2. Und 22 Sekunden. Okay. Und bitte. Ich habe nur eins gespielt. Oh, ich habe bisher noch gar keins davon gespielt. Ah ja. Du musst es lieben. Was? Aua, nein. Ich weiß nicht, worüber wir wieder reden, aber das hatte ich ja schon. Blauen Gefährten. Danke. Irgendwas, wovon du schon eins gespielt hast oder mehrere und ich habe noch nicht eins gespielt oder so. Aha, ja. Hallo, Dual Wielding. Danke. Na, welches Spiel könnte das potenziell sein? Nehmen wir sie in die Mangel. Yeah. Oh, ich renne da gerade sehr gezielt auf dich zu. Ach, komm schon. Verdammt, sie haben mich in die Mangel genommen. Wie das aber einfach war. Ah, nehmen wir sie in die Mangel und du gehst instant in diesen Schuss einfach rein. Instant von der Seite niedergeballert. Okay, Anlauf Nummer 4. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich Granaten werfe. Mit linken Trigger. Ach komm schon. Ach komm schon. Ja. Da war jetzt. Nee, das war keine Taktikbesprechung. Ich beschwere mich nicht über dich, wirklich. Nee. Kein Team. Kein Skill. Kein Short. Kein NPC-Dialog. Skill-Moment. Nee, alles nicht. Das war nicht mal laut. Nichts dergleichen. Nicht mal eine Selbstreferenz. Ist traurig. Undertale. Undertale. Oh, was ist ich denn? Folge 10, Minute 10, Sekunde 10. Okay, Undertale 10 sind 10. Okay. Ja, warum nicht? 10 sind 10. No one can know. The sound of rushing water fills you with determination. Na, immerhin. Seifu. Soll ich noch mit Zahn sprechen? Ja, oder? Natürlich. Let's hang out again sometime. Okay. Maybe go on a date. Wenn du NPC-Dialog nicht gehabt hättest schon. Denn, This is a box. Ach so. You can put an item in or take an item out. Ja, ja. Why would you though? You can't use items when they're in the box. Sincerely, a box hater. Immer diese Hater. Use the box? Na gut, wir wollen ja nichts rausnehmen und nichts reinstecken. Wir können vielleicht Toy Knife und sowas verkaufen, weil wir brauchen das ja nicht. Ja, theoretisch. Da hätten wir mehr Geld für Bicycles und so. Aber jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Na, lass weitergehen. Aber es war ein Gedanke für später. Gut, schön, dass wir Wie ich das auch noch so haben. Schnell gesagt habe, so ein Gedankengang für später. Damit es schön noch reinpasst. Ja, war wichtig. Oh, jetzt. Oh Gott. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, wo ich reingehen soll. Habe ich bei Halo 3 versucht, dich zu teamkillen? Keine Ahnung. Ich meine, das kann ja immer passieren zwischendurch, aus Versehen. Das eine oder den anderen killt. Ja, das stimmt. Das ist bei Halo 3 auch irgendwie passiert. Da hast du mir voll in den Arsch gesnipert. Dann versuche ich das einfach mal. Halo 3. Folge 8. Minute 16. Folge 8, Minute 16, Sekunde 25. Gibt Sinn, oder? Ja. Warum hat der denn gerade die Kiste weggekickt? Ist halt wütend. Der weiß, dass du ihn im letzten Leben gekillt hast. Ja, das ist ein relativ enges Gebiet. Vielleicht war ich da so ein bisschen lustig und dann... Oh nee, ich glaube, da kommt kein Teamkill. Da könnte... Also wirklich, die beiden sind voll krass in ihren Mech-Anzügen. Ja, die schieben gerade den Gegner einfach nur irgendwo hin. Ja. Nein, fallt nicht beide selbst runter. Die dürfen das. Ja, den habe ich noch platt gemacht, sehr gut. Aber ich ziele auch öfter einfach so auf dich, das ist so... Ja, Waffen? Waffen sind die schlimmsten. Waffen sind die Schießviecher. Ja, die mit ihren Elektrozacken.
Die können mich mal. Was ist mit dem da? Der hing da einfach irgendwie nur. Elektrozacken. Ja. Nee. So kann's gehen. Auch gar nichts. Auch schon wieder gar nichts. Switch Sports Episode 1. Switch Sports Episode 1. Ah, das ist die Frage. Nehmen wir doch Minute. Wird erklärt und alles. Minute 7. Und nochmal 20 Sekunden. Im Sprung gebaggert, das war ja auch nett. Von wegen noch das Tutorial. Hast du gesehen, wie gut das war? Scheiße, das Tutorial war auch noch mit drin. Um zu springen und schwinge deinen Joy-Con nach unten, um den Ball zu schlagen. Aber ein guter Versuch auf jeden Fall. Was? Angriffsschlag vorzuführen. Ah, ich dachte, das schaffe ich jetzt nicht und dann ist das ein Gameplay-Fail. War das jetzt so gewollt? Ist das ein Gameplay-Fail? Schneller nach oben, um zu springen. Schwinge ihn schneller nach unten, um zu schlagen. Wenn ich das Tutorial verkacke, ist das ein ziemlicher Gameplay-Fail. Oder würdest du nicht sagen? Ich will dir gerade einen Punkt geben. Ach so, ja gut. Wie? Also, ich hab's ja... Hab ich das gerade verkackt? Okay. Weiß ich nicht, du hast dich beschwert. Einfach in der Luft einfach hovern, okay. Also scheinbar, ja. Bam, okay, verstehe. Ach, er hatte das nur nicht gezählt, obwohl's drin war. Das, okay, ja, nee, dann... Ja, der war nicht so doll, aber er war drin. Ja, so würde ich das noch nicht ein Gameplay-Fail nennen, nee. Naja, aber... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel komplett daneben gehauen hätte oder das Timing verkackt hätte und den Ball gar nicht getroffen hätte, dann hätte ich das als Gameplay-Fail gezählt. Ja. Das meinte ich halt einfach nur damit. Dann mache ich Wii Sports Resort. Okay. Folge 3. Hatten wir so viele Folgen davon? Weiß ich nicht. Ich glaube, 5 Folgen hatten wir davon, oder nicht? Das war recht viel. Ich meine, ich glaube, das war das längste. Okay, Wii Sports Resort, Folge 3, Minute... Minute... Wii hatte 6 Folgen. Okay, Minute 3... Folge 3, Minute... Das waren auch schon halbe Stunden Folgen, ne? Dann machen wir mal Minute 26. Schon. Ja, vorletztes Jahr. So. Ich kann nicht rennen, scheiße. Neuer Rekord möglich! Naja, das sind keine so richtigen Gameplay-Fails. Neuer Rekord für mich, ja. Muss ich sagen. Ja. Oder? Nee. Nee, naja, du triffst halt den Ball nicht. Yeah. Ist das jetzt ein Fail? Oh. Ja, nice! Oh, er hat einen Roll! Naja, einen kleinen Roll. Ein Mini-Roll. Ein Leafy-Roll. Sag es! Ah, oh, der war schade. Er sagt's nicht mehr. Sagt keiner, nee. Was sagt doch keiner? So, wenn ich jetzt alle 5 Bälle rein mache, würde ich sagen, ist ein Skill-Moment, aber nee. Ach ja, das Feld gibt's ja auch. Ja, ja, das Umgekehrte gibt's auch. Ja, ist bei uns sehr selten, aber... Jawoll! Rekord möglich! Nee. Nicht. Der hätte drin sein können. Ja. Der aber auch. Ja, der war drin, der hätte aber nicht drin sein dürfen. Oh! Oh! Aber schön die ganze Sache hier, die ganze... Ja. Aber auch wieder nichts getroffen. Worüber denkst du nach oder willst du das nicht mit mir teilen? Ich möchte das nicht mit dir teilen. Okay, soll ich die Ohren zuhalten, damit du das dem Publikum sagen kannst? Nein, okay. Ich werde einfach stillschweigend vor mich hinsinieren und gelegentlich Worte aussprechen. Bist du Stillschweiger? Der berühmte deutsche Schauspieler? Natürlich. Und dann machst du nur so richtig beschissene Knock-Off-Filme, die aber ähnlich zu richtigen Titeln sind. Dein erster Film wird einfach Edward mit den schweren Händen. So ein Buchstabe drin, alles ist komplett anders. Oder wie wär's mit Star Wars? Es geht um einen Typen, der immer versehentlich die großen Kriege der Welt gestartet hat, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort gegen den falschen Typen gerappelt ist. Das klingt ehrlich gesagt nach einem ziemlich guten Film. Oder einem interessanten Film zumindest. Ob er gut wird, weiß man nicht. Nehmen wir doch, bleiben wir doch einfach mal auf der Schiene. Wir nehmen Wii Sports. Mhm. Irgendwie hatte ich im Gefühl, dass du da wahrscheinlich bleibst. Da jetzt habe ich halt, jetzt muss ich. Ja, ich glaube, da hatten wir 5 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Folge 2. Mhm. Und da die Minute 7. Die 2 und die 7, okay. Ja. Bitte. Yu-Gi-Oh! Joey Face. Was machen die da? Ich will's gar nicht. Ich stand hinter ihm einfach nur. Ja, schlecht aus. Von mir aus.
Okay, es wird gewechselt. Aber was ist mit den Leuten, die ich auf den Bases stehen hatte? Die sind nicht durchgekommen, deswegen... Doch, einer ist durchgekommen. Okay. Aber ja, die... Ja, ich glaube, ein bisschen später in der Folge hättest du den Billy Piper... Ja, auf den wollte ich. Na, jetzt musst du ja Leute auf Bases. Ja, aber gut abgedreht. Also, wenn du dann wieder dran bist, dann... Es ist Baseball. Ja, ja. 152. Hätte ich jetzt auch nicht mehr zusammengekriegt, dass das die zweite Folge war. Also das ist wieder später, aber hätte im Gefühl, das war eins der ersten, was wir gemacht haben. Michael ist dran. Oh, ich hab schon geworfen, ich hab gar nicht reingeguckt. Aber gut. Nee, Billy Piper ist, glaube ich, so ab Minute 13 oder 17 oder irgendwie sowas gewesen. Okay. Home Run. Der Michael macht einen Home Run. Der Michael. Der Michael. Guter Mann. Der Michael. Mann. Da rennt er. Das ist einfach nur eine hüpfende Wurst. Tja, da war nichts drin. Nee. Wie gesagt, ich glaube, das war irgendwo so ab... Nee, das ist schon zu spät. Aber so Minute 13 war das, glaube ich, irgendwo. Ach, die Minute so, hier so. Ja, das ist, glaube ich... Boxsack wegpunchen. Ah, nee, das ist schon das spätere. Ja, okay. Genau. Ach, das, nee, das ist dann... Ist das hier erst? In der zweiten Runde? Ach, keine Ahnung. Ja, ist schwer zu sagen. Ja, ehe ich da jetzt nachsuche, ist ja... Genau. Nee, dann bleibe ich einfach mal. Ich habe keine Sorge, ich habe da nicht weiter geguckt. Aber dann bleibe ich auch mal, also dann gehe ich auch in Wii Sports rein. Wie viele Folgen hat Wii Sports 1, ist jetzt die Frage. 6 waren es, glaube ich, aber ich gucke nochmal. Waren es nicht nur 5? Kann auch nur 5 gewesen sein, weil es, glaube ich, bloß 5 Disziplinen waren. Ah, Resort hätte ich, egal. Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Hat es nicht nur 5 Folgen gehabt? Wii Sports hat 5 Folgen, ja. Okay. Bleibe ich in Folge... Ich glaube, dann bleibe ich in... Nee, ich gehe in Folge 1 rein. Also in Folge 2 kannst du eh nicht reingehen. Ja, ja, klar. Klack, 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 klack. Minute 11. Jetzt sind wir bei 10,54. Okay, ja. Wir sagen noch nicht. Ja, wir wissen ja von... PayPal! Warte. David Beckham. PayPal? Warum kennst du eigentlich? Ich wollte Payback sagen. PayPal is a bitch! Oi, wei. Okay. Der Brechball ist zurück. Aber es sieht hier auf der Wii U doch definitiv wesentlich besser aus als auf der Wii nativ, also von der Auflösung her. Auch wenn du gesagt hast, warum sieht denn das alles hier so bläh aus? Ja. Das sieht wesentlich besser aus, als wenn du mit der Wii selber spielst. Ich kenne ja keine. Ich weiß, meine erste Konsole war die PlayStation 5. Ja, gut. Dann sei dir verziehen, mein kleiner Lausbub, du. Dann bist du ja doch nur so ein Super Nintendo-Poser. Klar, hast Super Nintendo-Zeug, aber hast es nie gespielt. Genau. Das ist auch nur aus Styropor. Das ist keine echte Konsole. Oh, schon wieder der Einstand. Ach, der Einstand. Da war gar nichts dabei. Einstein. Nee. Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf... You, Nancy, gehofft. Habe ich das nicht in Short verwandelt? Ich bin mir nicht sicher. Eben, da bin ich mir dann auch unsicher gewesen. Aber Wii Sports 1 ist jetzt raus. Ja. Komplett. Wie so manch anderes. Aber da war gar nichts. Wir waren nicht wirklich laut. Keine Taktikbesprechung. Ist halt Tennis. Wir haben. Ja. Man hört halt das gelegentlich. Aha. Und gut ist dann. Ba 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 ba. Okay. Ich weiß nicht, was mit uns da erwartet. Was hast du gesagt? Nummer 8? Nee, ja. Minute 8, 12,45 hast du gesagt. Minute 8, 12,45. Epic Fail! Ich hab ein Kreuz! That's epic bad luck. Oh, ist eine längere Folge. Ist ja für damals? Ja. Na gut, die Aufnahmesessions waren halt. Ja, ne, die Folgen sind so, wie sie geschnitten sind halt. Ja. Du bist wieder nach Gusto. Wenn das noch so einfach wäre. Warte. Glaubst du nicht, ich würde gerne wieder im Zug sein?
finde es krass, wie du die auch hochgeladen hast, bevor 60 FPS bei YouTube zu waren. Jetzt sind die, ist das immer noch 60 FPS, also dass das jetzt so einfach übernommen wurde. Ja. Peace. Hammer. It's hammer time. Can't touch it. Jemand singt. Ey. Jemand singt. Ich hab's endlich. Stimmt, das hattest du noch gar nicht. Wie ich getanzt habe, dann hätte das noch weniger Sinn ergeben. Okay, da würde sich das ausgleichen. Du hast folgende Flicken gefunden. Hammer time. Hammer. Hammer man. Ist ja der Hammer. Hammer man. Hammer. Hammer Man! Die hätte ich auch visuell gehabt. No idea what he does, but... Hammer Man! Ich werde es am Ende der Folge reinschneiden. Okay. 45 war das? Ja. Stop! Hammer Man! Hammer Time! Ja! Das ist doch auch einfach nichts anderes! Das ist doch das, wovon ich geredet habe. Ja. Der Schwall aus der Jugend. Wo ich gesagt habe, dass ich immer wieder die Sachen wiederhole, wenn ich mal was finde. Also ja, da wäre das visuelle Editing, wenn du kannst das, du kannst das bitte behalten, dass jemand singt. Oh, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt habe ich 4 Outs. Kein Rant, kein Skill, kein Lacht beim Trinken, Schwall aus der Jugend, was labern wir da? Nee, alles war alles grundsolide, würde ich sagen. Auch kein Wortwitz. Nee. Hey, my man. Naja. Haben wir nicht was mit Hammer gemacht? Ist das nicht ein Wort? Nee, nicht wirklich. Nee. Nicht im traditionellen Sinne. Ich meine, es ist ja der Hammer. Wieder, ich bewege den im Outfit. Egal. Ja. Okay. Da bleibe ich bei Magisches Garn. Ich war bei Magisches Garn noch nicht, oder? Nee, Moment, was habe ich nochmal auf der Liste? Ich muss nochmal gucken. Nee, visuelles Editing habe ich schon. Singen hab ich auch schon. Oh. Das müsste Folge 11 sein. Von was? Magisches Garn? Magisches Garn. Folge 11? Oh, war das Folge 11? Das muss Folge 11 gewesen sein. Minute 13:25. Wieso weißt du? Also, das klingt jetzt absolut gezielt. Und ich bin eine Folge daneben. Ich bin eine Folge daneben. Oh. 13:25. Ich wollte die Folge danach haben. 13:25 geht in der Folge gar nicht. Aber du hast die Folge schon genannt, das heißt, du musst jetzt 3:25. Da mache ich 3:25. Okay. Ich wollte tatsächlich auf Kirby Eats Tonight, weil wir das da so laut werden, weil das ist wirklich laut. Ja, okay. Wo wir machen. Das übersteuert ohne Ende. Geil. Das sagten sie. In meinem Let's Play ist das geht nicht. Ja, danke für Opa. Für dich selbst? Nein, wir hätten einen Großvater. Jetzt, warte, ich muss auch einen. Das bin ich. Nein, ich bin nicht du. Achtung, der Pfeil suggeriert, dass es da lang geht. Wow! Und zwar schnell. Dann mal hier. Ah, Delfin! Werde ich jetzt vielleicht laut? Dolphin. Und die sollen sich wohl richtig gut steuern. Oh, Sache. Best Underwater Controls ever. Ja. Seit wann sind wir in dem Let's Play so ruhig? Naja, warum sagen wir nichts? Naja, ich muss da überdenken, es ist quasi unser erstes richtiges Let's Play. Das erste gemeinsame, da hast du recht. Ja, also neben dem Minecraft. Ja, aber ja. Weil da oben gibt's noch irgendwas. Warte, man kann so und dann. Hier oben war, glaube ich, noch irgendwas. Springi, ah, ich bin die eine Folge davor gewesen. Ja! Wo er zum Schluss wirklich da. Sorry. Ja, fandst du den jetzt nicht laut oder meinst du, der war außerhalb der Zeit? Nee, ich meine, der war nicht laut. Achso, okay. Der war zwar laut. Okay, jetzt möchte ich nur gucken, ja, ob stimmt. In der Folge 13:25 gibt's nicht mal. Okay, Tom und Klaus und Kevin. Aber das ist auf jeden Fall die Folge, wo wir mit den Ballons hier rum. Ja, das ist die. Ja, ich sehe schon den Untertitel. Jungle, Prinz Plüsch, cries tonight. Oh ja, das ist übersteuert. Okay, 8:25 in dieser Folge, in Folge 12 hätte funktioniert. Ja. Damn it. So ist das. Man trifft immer daneben. Oh, das war. In dem Heavy Rain. Aber in welcher Folge ist das? Wie viele Folgen hat Heavy Rain? Wo haben wir hier Heavy Rain? Ja, ist legitim. Ich meine, ich habe Schraube locker Folge 1 genommen für die Cutscene. Ja. Also, klar, das ist das Klügste, was du machen kannst.
ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber... Ja, ist ja egal. Ja, eben. Ist egal. Ja, nee, ich wollte mir das jetzt nicht ausreden damit. Inzwischen an einem Punkt, wo... ja, das stimmt. Wir machen das mittlerweile seit, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Heavy Rain hat 34 Folgen. Das muss irgendwann so im letzten Drittel sein. Ich sag mal so, Folge 27 ist wahrscheinlich noch zu früh, aber man weiß es nicht. Ist das schon dein Pick? Das ist mein Pick, ja. Folge okay, Heavy 27. Rain Folge 27. Okay. Und da, weiß ich nicht, Minute 17 und 10 Sekunden. Heavy ist so ins Blaue Rain geschossen tatsächlich. Die Folge ist nur 15 noch was. Ja, und ich habe schon gesehen, dass die mit nochmal was willst du machen. Dann mach 7-10, ist egal. Okay, dann 7-10er. Ist eh nicht die Folge. Dann ist ein 7-10er Deckel, du Gimpel. Du Gimpel. Das ist aus einer Axel-Folge. Ja. Hier! Das ist ein 7-10er Deckel, du Gimpel, du. Alles Axel. Jetzt sind wir lang. Ja, ich warte auf dich. Oh, ja, Sackgasse. So ungefähr. Komm nicht zu schnell. Er wartet nie auf mich. Die Baustelle ist verlassen. Eine Lass mich raten, Spielplatz. Der Junge, der fällt doch jetzt auf diese ganzen Pillars, die da vom Boden gehangen haben, wo du deinen Anfall bekommen hast. Das hoffen wir mal nicht. Nee, natürlich nicht. Aber das sind immer so die Ängste, die dann Eltern haben, die passieren können. Und ja. Sowas kann ja definitiv passieren, wenn die Kinder nicht aufpassen. Deswegen lässt man Kinder auch nicht auf Baustellen spielen. Eigentlich sollten die auch abgezäunt sein und so eine Geschichte. Ja, aber ich meine, jetzt mal sowas auf Spielplätzen, wenn ich Baustellen. Ja, das ist schwierig, das stimmt. Weil die ja. Miete da günstiger ist. Wenn man jetzt philosophisch sein will. Oder weiß Gott warum. Weiß Gott warum? Weiß Gott. Da frage ich Scott mal das nächste Mal, wenn wir ihn spielen. Scott, weißt du, warum das so... Ah, heiß. Ja. Der Boden ist auch... Oh lang. Gott. Ja, was ist das hier? Ninja Warrior oder was? Das ist so wie bei Takeshis Castle oder ja. Sowas. Oh Gott, bitte mal. Takeshis Castle. Aber nix. Nix. Da war nix. Da war glatt daneben geschossen. Da haben wir einfach dran vorbei. Dann sag ich mal, was will ich denn? Oh, Ingame Teamkill. Ich hab Halo 3 noch nicht gehabt. Hey, Zukunftsfeli nochmal. Halo 3 hatte ich schon. Damit wird das hier auch wieder übersprungen. Das nächste bitte. Derweil nehme ich einfach mal aus Jux und Dollerei 51 Worldwide Games. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich wusste nicht genau. Oh, ein Gameplay-Fail wäre natürlich auch gut möglich. Ich nehme aber bei Folge 4, Reihe, Minute 17. Folge 4, Minute 17, okay. Folge 4, Minute 17, warum nicht? Komm einfach mal. Und? Ja? 12 Sekunden. Okay. Ja. Okay, das waren jetzt 12, also machen wir bei. Nein. 18, 12. Ah, fuck. Oh, ich bin so doof. Oh, rückgängig. Oh, das war wichtig. Rückgängig. Steuerung Z. Nein. Steuerung Z. Nein, das war wichtig. Das war richtig wichtig. Fuck, ich bin so doof. Das geht nach einem Epic Fail. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Ich weiß. Oh. Yes! Hätte ich mal nicht die Sekundenzahl dazu genommen. Das ist so cool, das klingt nach einem richtigen Epic Fail. Das war jetzt ein Epic Fail. Ja, das ist aber wirklich. Oh, 10 Jahre, wenn wir das nochmal machen. Ich glaube, du hast irgendwie so einen richtig simplen Move gemacht, wodurch du deine Königin verloren hast oder sowas. Ja. Das geht aber auch die ganze Minute. Oh, ich bin so doof. Oh. Yep. Doof wie McDoof, doof. Doof, doof. Oh. Das war nur schrill, das war nicht laut. Ich weiß. Trotzdem war die Frequenz nicht schön. Okay, ich guck mal nur so aus Interesse halber. Was war der... Ab Minute 17. Nein! Ja! Nein! Yes! Okay, das wäre glaube ich auch nicht ganz gewesen. Nee, weil ich sie nicht gesetzt habe in dem Moment. Genau, ja, genau. Okay. Also, war, aber es war laut. Ja. Ja, das war laut. Okay, ist das auch weg. Hab nichts gewonnen, schade. Nee, so weit zurück ist Kapit dann doch nicht. Oh, weh. Aber weiter zurück, als man denken mag. 47 Folgen, das heißt, ich will... in Folge 35. Folge 35. War das die Folge, die ich genannt habe? Nee, ne? Minute 7. Nee, ich habe, glaube ich,
vorherige Folge. Und ist das schon so genau? Sehen wir ja, wenn es die... Ja, ja, ist eine andere Folge. Wettfahren herausgefordert und so. Und der... und die ganze Folge ist im Stil einer Schallplatte quasi. Also in so einem... na, wie nennt sich das? In so einer Bar, wo der die Platten abspielt. Die Jukebox. Ja, genau. Biberbrüder. Im Stil so einer Jukebox-Musik, so einer Geschichte so. So einer Trucker-Geschichte. Wie der Convoy. Und das finde ich halt, eine ziemlich coole Folge. Die ist mir auch im Kopf geblieben. Und Norbert ist Bettbeißer. Ja. Oder ist kein Bettbeißer eigentlich oder so in die Richtung. Und dann hat die Platte, das was er sich anhört, hat einen Sprung, ja, genau. Und dann sagt das immer, Norbert ist Bettbeißer. Jetzt fallen mir einige Folgen nochmal ein. Es gibt auch eine, wo sie einen Anstarrwettbewerb machen. Ja, natürlich. Die fand ich auch immer krass, weil nein. Die Augen zu. Ich hab die Folge getroffen. Aber die sind so zugeklebt. Wie kann ich denn in der Roboflop-Folge voll Angst? Eine Weile lang? Nein. Dass wir nicht unsere Diskussion getroffen haben. Eigentlich war die ganze Folge die Diskussion. Jedenfalls gefühlt. Wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe gezielt zurückgerechnet. Ich habe gerechnet, wir hatten 6 Folgen Teufel. Ungefähr 4 Folgen von Dice King. Dann dachte ich, eine Folge mit dem Zug und eine Folge davor, dachte ich dann, ist Roboflop. Das sind alle Statistiken, die... Und wie gesagt, ja, eben, da bin ich ein bisschen besser drin, klar. Oder war Folge 34 dann die große... Nee. Das war schon die Folge, aber ich habe halt einfach die Zeit nicht getroffen. Schon wieder. Ich sag Super Faily World. Oh. Oh, my life. Folge 54. Okay. Und dort einfach, sagen wir, Minute 12. Keine Ahnung. Die hat nicht mal einen Titel. Geil. Die Folge... Warum? Wow. Weil du zu lahm warst. Ich war nicht zu langsam, oder? Ich war nicht. Doch. Also war ich langsamer als. Nein. Das ist auch nicht die ich gerade dachte. Ich dachte, es lebt deine Traum. Langsamer gewesen sein. Ich weiß nicht. Nee, das ist ja nicht. Nee. Die hat den Titel. Vielleicht ist der ja, Moment, wenn du mal den Pilz einsammelst. Wer weiß. Aber das ist eine gute Idee. Tatsächlich. Okay, das war Pilz Nummer 1. Doch, das ist doch die mit den Giftpilzen. Doch, das ist auf jeden Fall die. Oh! Das Level. Ja. Da bist du jetzt nur geslidet. Was für ein Epic Fail. Ja, okay. zum Buttsliden. Das war quasi ein. Aber Faelywold ist eine richtig gute Idee. Jetzt muss ich gerade so ein bisschen in meinem Kopf rumrühren. Oh, dann kommt er zu kurz. Warum hat das jetzt beide so aus dem Konzept gebracht? Ich weiß nicht, das ist sonst nie passiert. That never happened before. Och. AGDQ 2021. Oh, scheiße. Dann bleibe ich direkt mal bei Super Faily World. Ja. Nehme Folge 73. Minute 20. Vielleicht schreist du jetzt einfach laut ins Mikro. Stimmt. Und bitte. Für Kinder gespielt hat quasi. Und das aufgenommen hat. Okay. Und das halt einfach wirklich im Let's Play-Stil. Also es war halt wirklich einfach original im Let's Play. Ach, der Paddy von Kika und so. Oder Super RTL. Da haben wir uns darüber unterhalten, dass er gefeuert wurde. Das war was Aktuelles. Das ist das, was ich so verstanden habe. Da hat er ein Video drüber gemacht, wie er ein Let's Play, also früher schon Let's Plays gemacht hat. So aus dem Nichts heraus. Es lief wohl alles super und es gab auch keine Vorfälle irgendwie jetzt mit Kindern oder so oder Eltern, die sich beschwert hätten oder sonst was. Ist halt einfach so passiert, wie es passiert ist. Vielleicht denken sie sich, er ist zu alt geworden, um mit den Kindern rumzualbern oder sowas. Wer weiß. Ja gut, aber da hätte man doch irgendwas anderes vielleicht für ihn finden können. Bestimmt, ja. Wenn du den Kicker anguckst, die alten Leute von der Maus... Die sind ja Steiner, ja. Die machen das ja immer noch. Ja. Die schmeißen sie ja auch nicht einfach raus. Na gut, die agieren selten mit Kindern, glaube ich. Sehr gut möglich, ja. Aber gut. Diskussion über was Aktuelles. Ja, kannst du dir reinpacken und dann kannst du jetzt, jemand lacht beim Trinken, das was noch nie passiert ist. Okay, das warst du jetzt, richtig? Ja. Ja, dann komme ich jetzt. Weißt du, warum ich unbedingt auf den Robo wollte? Weil das wäre Taktikbesprechung und Faily beschwert sich über Alu gleichzeitig. Ja, definitiv. Dann nennen das mal eine Taktikbesprechung.
Super Mario Bros. 3. Ja. Super Mario Bros. 3. Folge. Ach, ich hab keine Ahnung, Digga. Wie viele Folgen hat es? Ach Gott, es hat 38 Folgen. Echt so viel? Ja, deswegen weiß ich absolut nicht. Ich nehme die 14. Aber wir haben lange gebraucht auf jeden Fall für Welt 7, aber so viele Folgen? Es steht hier so niedergeschrieben, außer das ist ein anderes Super Mario Bros. 3. Ja, nee. Nee, es kommt auch direkt nach Dead Space, dementsprechend. Was hast du gerade gesagt, Folge 14? Ja. Minute. Ich hab Folge 15 ist benummert und 18 und 19 und haben auch keine Titel. Folge 14, ja? Nehmen wir die 1245. 1245. Das könnte passen. Das könnte zu was passen. Ja. Nee. Oder? Nee, das ist 14. 12. Ja, mach. Ey. Ey. Oh, ey. Das ist generell laut. Ey, Baby. Cool. Aber du hast verstanden, worauf ich hinaus wollte. Das finde ich gut. Ich glaube, das war Lachen, während du trinkst. Du hast das so drin gehalten. Will ich versuchen, da mal reinzugehen? Jetzt auf jeden Fall. Ja, das ist mein vollkommener Ernst. Okay, wenn die Minute um ist, analysieren wir das. Ja, ja. Okay, also da ist also ein neues Power-Up oder ein weiteres Power-Up drin. Das bedeutet, da könnte dann auch ein... Wenn man den ersten Pilz mitnimmt und da unten das schafft, kann man vielleicht ein Blattbein rausbekommen. Ja, das wäre schön gewesen. Ich sollte hier weg. Oder ich dachte erst, es wird das Röhrending mit Goosebumps und so. Ja. Und ganz viel Käse. Mario bei mir weil das Thumbnail haut hin. Wow, ja, Flippy. Hast du gesehen? Wow, Epic Skill. Von die Flips gemacht. Deswegen habe ich Flippy die... Okay. Ist das nicht die ganz viel Käse-Geschichte? Sieht nicht deiner aus. Vielleicht hier vorne, weil hier, genau, ich dachte hier bei diesem, das ist, okay, nee. Da hat mich das Thumbnail. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, Lachen, während man trinkt. Na, hören wir nochmal rein. 12.45 war das. Ab 12.45? Ja. Ey. Ich muss immer noch das Coole hintersetzen. Cool. Aber du hast verstanden, worauf ich hinaus wollte. Das finde ich gut. Ich finde, das klingt nach so einem... Ja, das könnte so ein... Ist schon mein, ich hab was im Mund lachen. Ja, genau. Aber du hast davor auch schon mal ganz kurz so gelacht, gerade eben, in dem Moment. Schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Sehr uneindeutig. Aber es ist auch, ich war ja nicht dabei. Das haben wir remote aufgenommen. Richtig. Und ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, was in dem Moment passiert ist. Aber es ist, wie gesagt, es klingt nach deinem, ich hab gerade irgendwie noch einen Schluck trinken oder irgendwas im Mund. Es klingt sehr danach, nach diesem Lachen. Ich weiß nicht, woran wir das sonst festmachen sollten, um ehrlich zu sein. Ja. Und das würde dir jetzt auch nirgendwo einen... Doch, das würde mir den Sieg bringen. Den moralischen Sieg. Also ich würde ihn dir geben, tatsächlich. Ja. Ja. Dann können wir es zumindest beenden. Also. Ja, wieso? Du bist doch. Nee, ich meine nicht den Sieg, sondern dass jemand lacht beim Trinken. Ach so, aber dann trinkt doch auch jemand in dem Moment. Jemand trinkt in dem Moment, wo jemand lacht und trinkt. Du hast ja recht. Nee, dann nicht. Da ist. Hier ist so eine merkwürdige Doppelverkopplung in den Fällen. Wir hätten das nochmal alles vorher durchdenken sollen. Hätten wir. Ja, also. Ja, ich bin. Musst du jetzt entscheiden. Mir ist das was egal. Was würdest du sagen, ja oder eher nicht so? Also, wir können, hören wir es nochmal. Ja, hören wir nochmal rein. Verstanden, worauf ich hinaus wollte. Das finde ich gut. Aber es klingt auch nicht, als wenn du ein Glas absetzt oder irgendwas, also. Ja, na, Gläser benutze ich nicht. Aber du hast verstanden, worauf ich hinaus wollte. Das ist schwer zu ja, sagen. Okay, also okay, ich würde jetzt eher sagen, nein. Okay. Es wäre auch schön, wenn es vorbei wäre. Das stimmt, ja.
Okay. Schade. Da habe ich gar nicht ja, gesagt. Ja, ne, wenn jemand lacht beim Trinken, dann trinkt auch jemand. Das gibt ja nur Sinn. Das, daran habe ich beim Bauen gar nicht gedacht. Mm. Auch mit dem IC und jemand trinkt irgendwie. Mm. Das war da ja gar nicht so beabsichtigt. Mm. Oh Gott. Okay. Cuphead DLC? Ja. Da sage ich mal Folge 13. Minute 13, Sekunde 13. Das ist das Run-and-Gun-Level? Ich treffe ausgerechnet das Run-and-Gun-Level? Ja, nun. Ich dachte, das wäre so, wo wir gegen das Pferd antreten und so. Da wäre halt irgendwie viel Potenzial für Taktikbesprechung oder so gewesen. HP, während wir hier Zeit haben. Kann man ja auch noch Taktik machen. Noch mehr Zeit. Okay, anscheinend haben wir doch viel Zeit. Crustacean Nation. Hä? Stand ich unten? Ja. Oh. Jetzt stehst du auch wieder unten. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. War das eine Taktikbesprechung? Ja, bestimmt. Hast du die Taktikbesprechung schon? Nee, gar nicht. So. Hä? Deswegen, ich hab die, ja. Deswegen wollte ich ja den Robo-Fail eigentlich haben, wo ich mit dir diskutiere, weil das Taktikbesprechung und ich beschwere mich über dich gleichzeitig ist. Danke. Oh, noch einer? Mmh. Jawohl. Das ist kein Skill, das ist. Hat sich das Spiel aber auch einfach durchfallen lassen. Ja, also echt super. Und ich bin doch der Typ, der die Sechsten bekommt. Das war eine Selbstreferenz. Ja. Hast du Selbstreferenz? Ich aber auch schon. Oh. Da habe ja, ich gerade auf dich geguckt. Ich wollte nur anmerken, okay, falls ich es doch nicht habe, aber ich glaube, Selbstreferenz. Nee! Du hast Selbstreferenz noch nicht? Ich hatte Selbstreferenz noch nicht. Wie geht das denn? Das haben wir vor einer Stunde schon mal gesagt. Trotzdem. Yay, Selbstreferenz. Oh. Ja, Gameplay-Fail war das nicht wirklich, keine Taktikbesprechung, nee, kein Skill-Moment, jemand lacht beim Trinken, war es auch nicht, ausgedachter NPC-Dialog, nee, kein Wortwitz. Hm. Kein Ladies. Kein Ladies, trinkt. Ist auch so merkwürdig. Ja, teilweise gefühlt kommt das ständig. Das in einem Minutentakt raus. Aber jetzt? So schlimm ist es dann doch nicht tatsächlich. Naja, ich weiß ja nicht. Hatte ich den Mario 64 Randomizer schon? Ich brauche eigentlich das Simpelste. Mein Kanal heißt Fail Lord. Ich brauche auch nur den Gameplay-Fail. Ja. Mario Kart 64. Oh, Mario Kart. Wie viele Folgen hat das überhaupt? Der Konkurrent zu Ketchup Kart. Nimm die Folge 5. Okay. Und dann nehme ich die Minute 12. Warum machen wir das jetzt noch? Nice. Katzin, Bronx, hast du. Hier kommt die Katze. Miau, Mensch. Pack, pack, hier kommt die Katze, danke. Oh, so, jetzt haben wir erstmal 10 Minuten Zeit, um zu entspannen. Danke. Leute. Wie geht's euch so? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja. Genießt ihr den Sonntagsfolgen? Findet ihr das schön? Ja, genau. Mögt ihr Mario Kart 3 oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. Gibt Engagement. Ja, wir wollten Engagement haben. Vergesst nicht, das Video zu liken. Ja, und zu abonnieren, ja. Wenn ihr zufälligerweise vorbeigekommen seid und ihr nicht jahrelang schon. Man einfach irgendwann gar nichts mehr von den Charakteren erkennen. Bescheid sagen. Damit ist es, glaube ich, Yoshi. Ja. Damit wir die 1000 Abonnenten dieses Jahr noch erreichen. Gut, ist ja noch ganz viel Jahr übrig, aber. Ne? Wenn die Shorts irgendwann mal leer sind, dann kommen auch keine Abos mehr rein. Ja, big fail. Das stimmt. Aber wir produzieren ja nach. Ja, immer. Das hört nie auf. Flump. Da ist er, mein Rosé-Güldener Cup. Oh, fantastisch. Du hast den ersten Platz gemacht? Das ist ein Skill-Moment. Ich habe den dritten gemacht. Geht auf Biegen und Brechen. Hat ja klappen können. Ja, geil. absolut fantastisch. Heavy Rain. Yes. Also ich würde das Heavy Rain Finale nehmen. Ja, dann musst du einfach nur nach Heavy Rain gucken. Das hat ja, 34 Folgen. Ob du jetzt die 34 sagst oder nicht, ist irrelevant. Folge 34. Ja, danke. Minute 11. Oh nee, komm. Mitten in deren Unterhaltung. Och, komm. Ah, das war. Ich dachte, ich kann mein Superior Wissen Folge? Einsetzen. Ja. Fuck! Das wusste ich 100%. Ja. Das wäre Minute 8 gewesen. Das wäre Minute 8 gewesen. Diesmal hätte Minute 8 gezählt. Ja. Nein, das ist. Ach, das ist an einer anderen Stelle. Oh Gott. Ja, das denke ich mir auch gerade. Das wäre erst gekommen.
Dass sie dann anfängt zu humpeln und so, glaube ich. Ja, ah, scheiße. Ah, fuck. Das ist meine Schuld, Leute. Tut mir leid. Zu finden, der seinen Sohn rettet. Du für einen Vater. Wie einfach das Audio-Mixing komplett am Arsch ist. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, einen Sohn zu verlieren und eventuell den anderen? Und eventuell auch noch, bin mir noch nicht sicher. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Wunderbar. Hm. Hörst gerade ziehen, aber. Mann! Tja, ja. Da war ich doch zu weit in der Folge. Ich dachte, die Folge wäre ein bisschen länger, aber ich wusste, es ist die finale Folge auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, langsam gehen uns die Projekte sogar aus. Ja, ich nehme Dead Space. Oh, Dead Space hatten wir auch noch gar nicht. Dead Space 3. Mit seinen, logisch. Mit seinen 45 Folgen. Ja. Da fahre ich ihm die 23, dann nehme ich die Minute 12, weil es so lustig ist. 22? Ja, 23, Entschuldigung. Dann macht das auch keinen Unterschied mehr, habe ich das Gefühl. Okay. Wobei, nee, ich habe mir jetzt nur den Negativ-Buff weggenommen. Streich das Letzte. Alles gut. Streich das Letzte. Genau. Du klingst ein bisschen gedämpft. Ja. Ich habe Nachrichten hier. Nee, ich kann nicht. Ich bin am Aufnehmen. Oh, schön, die Tagesschau beginnt. Was, die Tagesschau? Ah, jetzt sind die Partyhüte wieder da. Der Partyraum ist da. Wir müssen nach oben. Wir müssen die Leiter hoch. Ja, und bei mir war einfach alles komplett langweilig. Oh. Oh, war da gerade ein Kind? Bei mir waren halt wirklich überall so Leichen. Weiß ich nicht, ich hab's nicht gehört. Aufbewahrungssachen und sowas alles. Oder irgendwie Papier auf dem Boden. Mhm. Du hast ganze Partyhüte und Torten und sowas. Und Riesenzinnsoldaten. Und hey. Gott sei Dank. Wieder ein Aufzug. Ehrlich gesagt, macht mir jeder Aufzug jetzt ein bisschen Angst, dass ich hier gleich wieder die absolute psychosomatische Erfahrung auf dich stehen muss. Oh nein, schon wieder. Das meinst du zum Beispiel? Das war der Moment, wo wir in den Fahrstuhl zurückgegangen sind. Wir sind seit 5 Minuten in diesem Aufzug. Unten in diesem Aufzug. Sehen wir uns jetzt mal hier um oder nicht? Was? 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 Witzig. Wir waren die ganze Zeit im Aufzug. Aber ja. Hat mir nichts gebracht. Hat dir nichts gebracht. Glaube ich, weiß ich nicht. Nicht wirklich. Okay. Komm jetzt, bring's nach Hause. Dead Rising. Folge 6. Ja. Minute 7,5. Oh Gott, die stehen alle plötzlich wieder. So als wenn sie wieder auferstanden sind. 18 ist. Wer rechnet denn so mit sowas? Aha. Ich sollte vielleicht wirklich den OJ trinken. Trink doch mal den OJ. Nein, du warst doch so kurz vorm Sterben von einem Epic Fail. Ich wusste, irgendwas kommt. Oh, viel besser. Heckenschere. Ja, aber die kann man halt nicht irgendwie ins Inventar. Doch, die kann man ins Inventar. Garbage Day. Weil die Kettensäge, die ist halt so eins von diesen Items, die halt mega cool sind. Ja, aber du hast sie halt, du kannst sie halt nur draußen halten oder also gerade halten oder eben nicht. Ja. Spaß ist alles danach nicht zensieren. Ich bin Edward mit der Schere. Hey, Edward mit den schweren Händen. Da haben wir ihn. Damit hast du gewonnen. Du hast Edward Schenke gewonnen. Den geilen Joker. Ich geh nicht zum Friseur. Oh Mann. Ja, cool. Ja, ist doof. Ich nehme Dark Souls. Keine Ahnung, welche vorher muss ich überlegen. Wir haben eine ganze Weile gebraucht. Sie haben nur einen einzigen scheiß Short aus Dark Souls, oder? Nee, wir haben mehr. Wir haben einige. Crack Mickey. Wir haben Crack Mickey. Aber was ist nicht denn, wo das ist? Folge 27, Minute 12. Minute 12 ist aber auch so ein... Ja, weil das ist einfach irgendwie so relativ in der Mitte. Ich habe Dark Souls schon wieder nicht benummert. Toll. Folge 12. Da, wo wir so lange über den Sand gerannt sind und irgendwie nichts gemacht haben. Richtig. Nee, da sag ich okay, dir jetzt erstmal, guck nach oben. Guck nach oben, dann setzt die Musik aus. Und wir sind voll fett. Ja. Das sollte man vielleicht ändern, aber wir können. Es ist zu spät dafür. Ah, okay, sie können mit. Hier ist kein Boss hier. Es geht einfach nur weiter. Genau hier wollte ich hin! Willkommen beim Aschesee! Oh, es ist richtig geil hier! Ja. Und wenn du hier irgendwo stehst und nach oben guckst, fängt, glaube ich, die Musik an.
oder so. Also es ist halt so, wenn du halt ein paar Schritte zurückgehst und so halb in dem Baum noch drin stehst, kannst du nach oben gucken und dann fängt die Musik an, wenn du wieder runter guckst, hört sie auf. Nee, andersrum, nee, aber... Nee, nicht weiter runter, sondern wenn du weiter hoch gehst wieder. Weil da ist jetzt gerade so eine Musik, so eine... Oh. Wenn du weiter hoch guckst... Er schafft's nicht, Epic Fail. Nee, du musst halt weiter hochgehen und du gehst immer wieder runter. Das ist hier alles zu verwirren. Er beschwert sich, ja, das habe ich ja schon. Wieder weiter hoch, wieder so ein bisschen in den Baum rein. Es gibt da so, da wo die Schattenwand ist, so an dem Punkt hier. Jetzt ist ja die Musik weg. Ja. Oh, dass du aber auch sowas direkt triffst. Ja, dann bleibe ich aber direkt bei, bitte, bei Dark Souls. Bring's nach Hause. Du weißt ganz genau, an welcher Position es ist. Folge 6, Minute 8. Folge John C. Ach nee, das ist nicht die Folge. Ich wollte die Folge danach, glaube ich. Minute 8 habe ich gesagt. Ach, Pokémon, hohes Gras, lustig. Hallo, willkommen zurück zu einer Folge von... Trinkt noch was? Ja. Jemand trinkt was? Achso. Oh, du spielst. Ach, du greifst zweimal an. Gameplay-Fail. Einfach nur, weil ich spiele direkt von vorne rein Gameplay. Nein, ich wollte damit sagen, es ist doch wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich ja, weil du in Dark Souls nicht so geübt bist wie ich. Ja, Stagger Souls. Aber ich habe ihn getötet. Stagger Souls. Besiegt. Ja, ich hab's besiegt. Besiegt, jawohl. Das war ein Skill-Moment. Ja, jetzt geh ich zurück und level. Werde ich dich hier... Oh, nee. Vorsicht, unten stehen drei. Ich dich jetzt echt zurück zum Leveln? Oh Gott, wo kommt der denn her? Wo kommt der her? Den kenne ich ja gar nicht. Wo kommt der her? Ach, der kommt rechts aus der Ecke, glaube ich. Aus der Ecke. Du, Na gut. Hula-Hoop. Halt dich. Nee, nicht mich. Nein. Hätte er dich mal geheilt. Das war aber nicht Epic. Nee, es war auch... Ist immer noch... Ach ja, ist das 33 oder 53? 53. Okay. Ich weiß nicht, gegen die Reflexion ist es halt da. Ich habe so ein bisschen Reflexion vom Balkon. Ja. Ja, das war jetzt kein Epic Fail, da hast du recht, nee. Cuphead DLC. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag, also. Ja, Cuphead DLC, Folge 2, Minute 12. Baby die Booty. Oh, schicke mal Booty. Folge 12, Minute 12. Aua. Unter dem Moonshine Shadow. Jemand singt auf jeden Fall. Toll. Ja, welcome to the other side. Was? Welcome to the other side. Den wollte ich benutzen. Das ist der Schuss. Weißt du, was richtig geil wäre? Die Szene, wo die Schnecke dich kriegt. Wenn wir schon mal bei Cuphead sind, ja. Das ist ein Epic Fail und ein Short. Ja, das stimmt. Das wäre ein doppelter Rippmacher für mich. Ich glaube, drei Folgen waren es gewesen. Ja, der hat es aber in spätere Baby Folgen gewesen. Ja, ja, ja. Und ich habe das Cuphead jetzt hier schon gehabt. Du hattest es schon, ja. Du hast das Dings-Level erwischt. So das Run-Gun-Level. Ach ja, genau. Dementsprechend hat es keiner von uns. Das war ein Epic Fail. Also, wenn ihr daran Freude findet und das lustig findet und alles, dann schreibt mal warum. Ist das schon wieder ein shameless Plug für irgendwie macht mal Engagement? Ja, bestimmt. Das haben wir hart gefahren eine Zeit lang. Das stimmt allerdings. Wir das immer noch. Das stimmt allerdings. Ja, dann such dir eins von den unzähligen Projekten, die noch übrig sind, aus. Wii Sports Resort hatte ich schon, oder? Ja. Wii Sports hatte ich auch schon. Ich habe eine Idee. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ach, das gibt's ja auch noch, ja. Folge 2. Tu es. Minute 5. Tu es. Tu es bitte. Beende es. In dieser Disziplin führst du mittels Hop, Step und Jump einen Dreisprung aus. Das ist Seite 2 von 6. Geschwindigkeit, Timing und Kraft beeinflussen deine Entfernung. Der Typ von Pokémon Schild ist auch dabei. Hop. Diese Disziplin erfordert die Wii-Family und das Nein. Ja. Bewege beide bei Vorstellungen der Athleten, um Klatschbewegungen zueinander für Publikumsapplaus auszuführen. Okay, fantastisch. Schüttel abwechselnd die Wii-Family und das Nunchuck, um Anlauf zu nehmen. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr klatscht und lacht. Okay. Wenn die Temposperre erscheint, höre auf, Wii-Family und Nunchuck zu schütteln. Das wissen wir ja, um den Sprung vorzubereiten. Halte die Wii-Fernbedienung kurz vor dem Absprungbalken hoch.
Step. Nunchuck hochhalten. Das war so knapp. Wii-Fernbedienung hochhalten. Weil der erste Sprung, der gemacht wird, der ist kompletter Vollfail. Okay. Was, man macht einmal hoch quasi und hält. Genau. Also beim Weitsprung hatten wir ja einmal die Wii-Fernbedienung hochmachen. Ja, okay. Du musst jetzt einfach nur vorstellen, das ist doch, direkt Fuß, hier. Drei Fuß, also ja. Ja, das ist eine Minute später. Jump. Faul. Erst wenn du auf den Boden ankommst. Ach so, ja, mein Fehler. Das würde ich halt vielleicht als ein Gameplay-Fail sehen. Weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, Game-Fail ist echt... Ja, weil wir das irgendwie so nicht schwammig definieren. Ja. Okay. Und drumherum tanzen, was es nun ist. Ja, das stimmt allerdings. Das macht's aber auch nicht besser. Nee. Mario Party Superstars. Jo. Hatte wie viele Folgen? Ist das nicht schön? 25. 25 ganze Folgen. Jesus fucking Christ. Ich nehme die 14, Minute 12. Aber auf den Gewinn... Nee, ja, noch nicht. Ist gut. Das ist nicht verkehrt, sowas zu haben. Jetzt. Kannst du quasi jetzt einsetzen und gewinnen. Wäre also schön, wenn ich einfach auf dem Gewinnfeld lande. Ja, das ist schön. Steckt unter Luigis Hintern. Du kriegst jetzt Varios Stern. Ich krieg Varios Stern? Och, ist doch richtig nice. Der ursprünglich meiner war! Das weiß man nicht, er hat zwei. Ich könnte den anderen nehmen. Ja, aber er hat mir einen geklaut und wird einer geklaut, also ist es meiner. Ja, also werden jetzt quasi Healer-Ware, die immer weitergehen. Ja, genau. Bis an den Boss, bis nach oben. Oder der Stern ist eine Hure. Alles gut. Du hast fünf! Was? Du hast fünf! Ja, weil, guck mal, ich hab nur ein Auge, ich muss gucken. Wieso hast du nur ein Auge? Das ist Glaukoma. Guck auf das Bild von ihr. Sie hat nur ein Auge. Okay, Touché. Was muss man hier tun? Springen. Chicken. Was? Ich bin tot. Ja. Irgendwie hat er gerade das Audio gesponnen. Ja. Das ist quasi voll. Ich hab's nicht kommen sehen. Es war auf der anderen Seite von meinem Auge. That's what she said. Ja, gut. Damit ist dieses Projekt auch komplett raus. Random Gameplay. Ja. Müsste Nummer 10 sein, also die Star Fox Zero Folge. Und da würde ich dann sagen, Minute 12. Weil es so gut funktioniert. Es ist Disc Jam, egal, ich habe Nummer 10 gesagt. Ich wollte eigentlich die Star Fox Zero Folge haben, egal. Minute 12, mal gucken, vielleicht ist da ein fetter Fail drin. Nee, es ist Screensheet. Nee, aber die anderen beiden hatten mir gesagt, das ist nicht das Problem, wenn ich da mehr freischalte und deswegen mehr gespielt habe. Aber ich will halt trotzdem eigentlich fair bleiben. Ganz ehrlich. Ja. Wir spielen ja nicht im Team, ne? Naja, dann. Hier? Nee. Das ist gut. Das ist gar nicht du, sondern... Also du, sondern... Oh. Aber da standst du genau vor mir anscheinend. Zweifacher Abschuss. Ist das ein Skill-Moment? Mann, von mir aus. Weiß ich nicht, wie oft das jetzt vorkommt, den Zweifachabschuss. Stimmt recht oft, oder? Nicht oft. Weil nee, nicht wirklich alle oft, unsichtbar nee. Sind. Ja, richtig. Du hast das Game-Moment. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Oh nein, oh. Ich dachte, du warst das mit dem Pferd, warum auch immer. Ich frag mich, wie die Bots machen. Ja, cool, dann habe ich einen Skill-Moment. Ja. Aber nicht gewonnen. Nee. Aber wir sind näher am Ziel. Ich brauche noch jemand lacht beim Trinken und ausgedachter NPC-Dialog. Wenn du einen Schwall aus der Jugend treffen würdest, Digga, das wäre auch was. Dass ich den noch nicht getroffen habe, ist auch total merkwürdig. Ich nehme jetzt Bugsnax. Oh. Bugsnax Folge 22. Minute? Och, 12. Ist immer gut. Hat bis immer gut geholfen. Eggerbell, oh nein, ach, um Himmels Willen. Sie hat überlegt, wer der Entbehrlichste ist. Das war im Best-of, das war kein Short. There's some kind of weird lock on it. Liz figured it out, but I don't know what happened to her notes. Oh, ich habe echt die beschissenste Liste von allen gefunden. I just need to get into Liz's headspace. Ey, ich sag's dir! Links? Rechts? Mitte. Alle drei. Ja, ich weiß es doch. Haben wir alles schon gemacht? Alles schon gefunden. Oh my god. Sehr gut. Where'd you find this? Good work. Besuche Wemmes später.
it's not doctor bad, but still. Still? Yeah. Liz says I'll need to activate these statues by feeding them the snack they represent. Thanks for the help. I'll take it from here. Da war ein kleiner, das war so ein kompletter Luftschuss einfach. Ja, ja. Du musst da nicht alleine durch. Hör auf mich, wie ein Kleinkind zu behandeln. Achso. Hör auf mich, wie ein Kleinkind zu behandeln. Ach ja, das war jetzt um aber Gottes ganz schön Willen. Doof. Das war jetzt ja, Mann, kriege ich denn jetzt irgendwas her? Ich habe eine Idee. Ja, bitte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Verwandel es doch auch. Los, es geht. Los. Fahrenheit. Ja. Das Finale. Dann sage ich Minute 32, Sekunde 30. Um Gottes Willen. Hey, na, willkommen zurück zur vielleicht letzten Folge von Fahrenheit. The Indigo Prophecy hier im Underground mit dem Paylord. Lucas Kane. Gehe ich zum Kind oder gehe ich zur Frau? Müssen wir uns jetzt entscheiden? Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt erstmal das Kind hier, aber es liegt hier direkt. Oh, nee, die steht schon. Ja, eben. Die ist nicht mal. Du musst das scheißegal, ob du dich entscheidest oder nicht. Ja, ja, richtig. Warte, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Plan? Das Kind, das Kind wieder zurückholen, ja. Also ja. Wahrscheinlich auch in den Untergrundbunker, so lange bis die Erde auftaut. Okay. Also nein, du hast halt jetzt knapp den Nachtplan und die künstliche Intelligenz. Ich muss Kate zum Altar bringen. Muss ich das? Okay. Ja, eben. Ja, das ist mir das ich dachte, das ist das. Ah, nee, da wo wir verkackt Kind, haben, das war halt vorher, sterben, ne? Wo wir den letzten Boss verkackt haben. Als wenn die anderen dich umbringen. Verstehst du schon, oder? Naja, das hier ist nach dem letzten Bosskampf, aber wo wir es geschafft haben. Ach nee, hattest du ja vorher auch. Aber jetzt ist ja nicht die künstliche Intelligenz, wo das hochgeladen werden kann, sondern. Oh, nee. Ich bleib gleich bei Fahrenheit. Okay. Ach, ja, das war der geschaffte Anlauf. Ich dachte hier halt das Finale, ne? Weil da haben wir ja voll verkackt und hatten dann das Bad Ending. Ja, das ging ewig. Ich sag Folge 6 von Fahrenheit. Okay. Und da irgendwie so, nee, sag ich Folge 6, ich glaube Folge 6 ist scheiße. Egal, was soll's, Folge 6. Und da nehmen wir doch einfach die Minute 17. Minute 17, okay. Ach du liebe Zeit. Erzähl mir nicht bei dem. Ach. Ach du liebe Zeit. Richtig scheiße. Ich glaube, das ist wirklich nur per Farbe, nimmst du wirklich nur eins, weil du standst gerade mittig, obwohl du gar nicht mittig angefangen hast. Also das wäre natürlich cool. Das würde alles viel einfacher machen. Das ist alles so laut. Einmal guckt, irgendwie Buchstaben nicht. Und das Ja und fertig ist dann. Das ist modern. Aber ich meine, man kann ja die Leute noch ein bisschen tormentieren, wenn man David. Oh, man kann. Oh, ja, du hast genau den getroffen. Ich muss jetzt einfach zu dem das Mann war das Ende der ersten Aufnahmesession. Er sagt, nein. Das ist nicht mein Köftegrill. Das ist nicht mein Köftegrill. Okay, hier ist das Buch. Super, hey. Oh, Gott sei Dank. Jawohl, wir sind mega schlau. Ja. Was wollen Sie also? Nach drei Anläufen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Normal gesprochen. Wissen Sie irgendwas über dieses Buch? Nun, schöne Ausgabe, Ledereinband. Dürfte eine der bekannten Shakespeare-Ausgaben sein von Lamarck und Everett, 1884. Cool, hat mich gefreut. Ich bin mittlerweile so mit meinem Latein am Ende, dass ich schon Französisch rede. Oui, oui. Le baguette avec le David Cagé. Si, Senor. Ich hatte Dead Space 3 noch nicht. Dead Space 3 ist nicht einfach das Finale, die finale Folge, der Anfang, wo ich einfach zersplatter. Ist das nicht ein Gameplay-Fail? Ja, komm, mach. Aber trifft die Minute richtig. Ja, Sekunde 0, Minute 0. Na, wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen, man weiß nie. Plötzlich ist da irgendwie noch so ein Ding. Also gilt das als Gameplay-Fail oder ja, nicht? Ja, weil wir splattern sofort. Hallo, liebes Publikum! Oh! Es ist auch laut. Ja. Unabhängig davon. Stimmt. Hallo, liebes Publikum! Ja, es ist laut. Ah, das ist in einem Short. Und ich hatte noch nicht so viel bei Dead Space 3, mit dem Captain und das Corner und dem Paylord. Und das ist ein Fail. Willkommen zurück, und wir sind wahrscheinlich Finale dieser. Okay. Ich merke dabei, wir haben die besten Intros. Da ist die Maschine.
Das kannst du nicht toppen. Nee, das ist Peak. Ich das bin ist aber. Ja, es Peak ist auch, es piekt auch von der Lautstärke her, würde ich sagen. Es ist alles besser geht's nicht. Du hast das komplette Board auf einmal gemacht. Oh mein Gott. Wir sind im letzten Kapitel bei Dead Space. Vielleicht ist das sogar Dead Space 3, Dead Space allgemein. Vielleicht ist es sogar die allerletzte Folge. Vielleicht ist es auch das Ende. Das stört ja. Sich zeigen. Kann ja passieren, ob das hier nicht eine überlange Folge werden kann. Richtig. Kommt das soll mal passieren. Das klingt auch komisch. Naja gut, wir haben wahrscheinlich einen richtig fetten Bosskampf vor und mit dem Tentakelding an der Decke. Vermutlich. Und 5000 Gegnern, die reinspawnen. Sehr und wahrscheinlich. Ist das meine Stimme? Okay. Ja, aber wir hatten, das war laut. Ja, definitiv. Und damit habe ich das geschafft. Das war ein Gameplay-Fail. Und was war noch? Du hast... Hast du nicht gerade noch irgendwas gesagt? Ich habe ganz laut, aber nicht, aber so aus dem Off und im Hintergrund habe ich Ladies Zwinker Zwinker gebrüllt. Echt? Und dann habe ich beim Lachen noch getrunken. Du bist so ein Arsch. In meinem Short hast du gesagt. Ah ja, stimmt. Ja, richtig, richtig. Naja, klar war das in einem Short. Das war einer der ersten Shorts, die ich gemacht habe. Ja. Mit dem Bam, 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 da, so am Ende noch. Ich habe nicht getroffen, dass ich mich über dich beschwert habe. Merkwürdig. Das ist wirklich sehr merkwürdig, ja. Vor allen Dingen, weil ich ja die Roboflop-Folge getroffen habe. Ja, und damit? Fady wins! Endlich! Endlich! Und sogar mit zwei Bingos. Ich glaube, wir haben alle verloren. Aber herzlichen Glückwunsch! Oh, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das Ganze zurechtschneide. Ja. Das wird auch noch lustig werden. Ja, definitiv. Ja, aber das war doch mal auch nochmal ein. Genauso wie das mit der Tierlist, war das doch auch ein lustiger Rückblick auf einige spannende Szenen. Definitiv. Oh Gott, ich hab gedacht, das geht viel schneller. Ja, wir waren auch nach einer Stunde ziemlich gut dabei, aber dann haben wir uns gegenseitig so. Ja, dann hat es stark nachgelassen irgendwie. Ja. Na gut, aber... Dann habe ich nicht gewonnen, obwohl jemand getrunken hat. Ne? Also. Wenn euch das Spaß gemacht hat, schreibt es auch mal in die Kommentare. Und ja, genau. Wir können es ja vielleicht irgendwie in 10 Jahren nochmal machen. Da haben wir auch nochmal neues Material. Ja, dann können wir das allein mit diesem Video können wir das dann machen. Dann können wir in jede Minute reinspringen und... Egal, was soll's. Das wird dann so Video. Genau. Alles klar, na dann würde ich sagen, Dankeschön für 15 Jahre YouTube, Leute. 15 Jahre. Unglaublich. Ey, ich mache das schon seit ich 17 bin, das ist unfassbar, ne? 17? Nee, Moment, das ist doch, das haut hin. Egal. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen und guckt auch beim Captain vorbei, wenn ihr Bock habt. Naja. Oder lasst es, keine Ahnung. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und zwar morgen. Und das ist dann Donkey Kong Country Returns Folge, keine Ahnung. Mir jetzt egal, Folge 15, Minute 12. Tschüss, bis dann. Bye!